online bin. Eigentlich sollte ich sofort online sein, aber das ist ja nicht immer so gegeben. Ja, angeblich bin ich online, aber ich sehe noch kein Bild auf meinem Kanal. Das ist alles wahrscheinlich sehr stark zeitverzögert heute wieder. Okay, da sehe ich mich. Okay, das ist gar nicht so sehr zeitverzögert. Okay, mache ich das alles mal wieder weg. Und die Ansicht, wo ich nur den Chat sehe. Dann. So, hallo YouTube. Das ist natürlich wieder blöd für euch. So ein komischer Anfang für einen Stream, aber ehrlich gesagt, bin ich viel zu faul, das jetzt wegzuschneiden. Zumal das auch ein bisschen aufwendiger wäre, da das ja alles direkt auf Twitch gestreamt wird und naja. Ja, der letzte Stream war ein bisschen komisch am Ende. Erstens, ich musste den, also der Stream war aus Versehen in zwei Teile geteilt, weil zwischendurch die Aufnahme abgebrochen ist. Und auf YouTube ist der erste Teil später hochgeladen worden als der zweite Teil. Aber ich glaube, das macht nichts. Aber am Ende des zweiten Teils ist noch ein neuer Mitspieler dazu gekommen, und zwar Backflip, mit dem ich da auch regelmäßig im Chat geschrieben habe. Und ich habe jetzt auch gerade vorher noch mit ihm geschrieben, er hat heute keine Zeit. Eigentlich wollte man ja am Montag schon spielen, aber da hatte ich keine Zeit. Und gestern hatte ich auch nicht so richtig Zeit oder Lust. Und ja. Aber wir spielen ja auch gar nicht Starbound, sondern ich habe jetzt hier ein Stück vom Fucking Universe Wiki, also das ist das offizielle Wiki, was auch genommen werden soll, aufgemacht. Und zwar die One Planet Challenge. Das ist ungefähr das, was ich auch machen wollte. Nur, dass ich gar nicht wusste, dass es das richtig offiziell gibt. Und ich werde zwar nicht hundertprozentig das machen, aber man kann hier schon ein bisschen was machen. Und zwar, das Ziel ist es, ohne andere Planeten zu sichern, zu be besuchen, so weit zu kommen wie möglich. Wir dürfen Missionen verwenden. Das ist eigentlich das, was ich wirklich machen möchte. Und zwar, also wir dürfen Missionen, den Outpost und den Außenposten benutzen. Und wir dürfen, naja, also hier ist ein bisschen komisch geschrieben. Erze kaufen ist nicht erlaubt. Es wäre einfach zu einfach. Mit der Ausnahme von Zerezi im Ohr. Welches man sonst nicht bekommen würde. Das heißt, ausgerechnet das darf man kaufen. Der Rest soll man versuchen so zu bekommen. Weiß ich nicht. Wenn ich tatsächlich eine große Kolonie baue, und das ist auch so ein Langzeitziel von dem Let's Play, und da kommt zufällig ein NPC, der Erze verkauft, dann würde ich das wahrscheinlich annehmen. Ja, ein paar Sachen wird man dadurch nicht bekommen, aber ursprünglich war ja der Plan, ich gucke so weit, wie ich komme, und dann werde ich trotzdem andere Planeten besuchen. Allerdings, wenn wir das hier benutzen dürfen, dann komme ich ja noch viel, viel weiter, ohne dass wir andere Planeten besuchen müssen. Mal gucken, wie weit das dann geht. Aber da ich hier gelesen habe, dass wir Missionen benutzen dürfen, würde ich das gerne in diesem Let's Play heute machen, also in der heutigen Folge. Oh. Dankeschön, morgen hätte ich aber Zeit. Okay, das, soll ich das hier noch im Let's Play schreiben? Sonst schreibe ich ihn morgen einfach, weil heute hat er eh keine Zeit. Da ist ja auch egal, ob ich jetzt oder morgen ihm antworte. Morgen habe ich aber wahrscheinlich wieder erst später Zeit. Also jetzt ist gerade, hier steht 10 Uhr PM, das heißt 10 Uhr abends. Und wahrscheinlich werde ich frühestens auch zu spät morgen erst rankommen. Deswegen, ja. So, wir starten mal Starbound. Ne? So, jetzt geht's los. Jetzt muss ich mich gleich daran gewöhnen, dass die Steuerung wieder komplett anders wird, sobald Starbound gestartet ist. Aber sollte okay sein. Cloud wird synchronisiert, aber ich habe auf dem Computer einen anderen Spielstand als auf dem Steam Deck. Das könnte aber so eine Linux-Windows-Geschichte sein. Das gibt's bei anderen Spielern auch, Spielen auch, zum Beispiel bei Graveyard Keeper, was ich hier gar nicht sehe in dem Spielen. Aber das ist auch irgendwie komisch, welche Spiele hier angezeigt werden und welche nicht. Und Starbound wird doch jetzt gestartet. Aber ich sehe es noch nicht. Ist gleich 5 Minuten und wir haben noch gar nichts gemacht. Aber das wird ja eventuell wieder so ein 2-Stunden-Ding.
Habt ihr noch mal eine Freundschaftsanfrage geschickt? Ach genau, wir wollten uns ja bei Discord sehen. Und jetzt sehe ich gerade, ich bin wieder offline bei Dingens. Ist mein Steam Deck abgestürzt? Ne, hier bin ich online. Was ist denn das für eine... Ich werde gerade ein bisschen sauer auf mein Handy. Aber ich wollte es ja eigentlich auch mit dem Computer machen. So, Creator Mode. Jetzt zeigt er mir sogar an, dass ich einen Zuschauer habe und dass ich seit 5 Minuten wieder online bin. Der Creator Mode auf dem Twitch, die Handy-App, die ist einfach Schrott. Und jetzt starte mal bitte Starbound. So. Das hat man doch schon vorher gesehen. Das hat man auch schon vorher gesehen. Was ist denn jetzt das Problem? Ich hätte Firefox noch schließen können. Das verbraucht ja ein paar Ressourcen im Hintergrund. Aber, ja. So, ich guck mal, ob hier irgendwas im Chat geschrieben wurde. Scheint nicht so. Ich schaue dann trotzdem in deinen Stream rein. Okay, mach das ruhig. Dann dürftest du ja hören, was ich zu sagen habe. Ich kann halt gerade jetzt schlecht schreiben. Ich könnte schreiben, aber es wäre ein bisschen umständlich und das könnte auch ein bisschen lange dauern. So, was haben wir denn hier eigentlich gerade zu tun? Hier lassen wir was durchlaufen. Und hier. Ach nee, ich habe das wahrscheinlich verwechselt. Ich nehme mal hier alles raus. Die beiden können ja. Also der hier kann noch arbeiten. Vorausgesetzt, ich habe was, was ich da durchjagen kann und zum Arbeiten. So. Es müsste gehen, wenn ich zum Beispiel hier noch ein bisschen davon rein tue. Jetzt müsst ihr auch angekommen sein auf Discord. Ja, ich kann leider gerade überhaupt nicht auf Discord gucken. Aber ich versuche dran zu denken, wenn ich den Stream beende, dass ich dann nochmal da reinschaue. Könnt jetzt auch noch erstmal ein bisschen was essen. Dass ich ein bisschen Nahrung habe. Was habe ich denn überhaupt so hier noch im Inventar? Ich könnte erstmal ein paar Kisten anfertigen. Und irgendwo hinpacken. Dass, falls ich da sterbe, dass ich nicht schon wieder alles verliere. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich jetzt hier doch die Mission machen möchte, weil ich im letzten Stream ja gestorben bin. Und da habe ich ganz viele Ressourcen verloren, wo ich wirklich ein bisschen traurig bin, dass die jetzt weg sind. Zum Beispiel hier diese Hintergrundblöcke. Ich weiß gar nicht mehr hundertprozentig, welche das waren. Hier wollte ich auf jeden Fall noch einen zweiten Stockwerk draufsetzen. Oder drittes Stockwerk. Ja, ich weiß nicht, ob das hier unten als Straße zählt. Das weiß ich noch nicht hundertprozentig. Das hier wollte ich hübscher machen. Ja, die ganzen Sachen sind weg, mit denen ich das machen wollte. Ich habe so viel gegrindet und das ist alles putschi. Das ist ein bisschen sehr, sehr schade. Ich habe auch zum Teil irgendwo Kisten mitgenommen. Die sind natürlich jetzt auch alle weg. Aber ich müsste inzwischen wieder einfach neue Kisten haben. Kompost in. Ach so, es kann sein, dass natürlich ich nicht alles verloren habe. Die Möbel könnten noch drin sein. Aber ich habe so viele Sachen. Ja, ich glaube, die Kisten sind alle noch da. Es ist nur die Frage, passt da überall mein Zeug rein? Und in welcher Weise soll ich das ordnen? So, jetzt habe ich so ein 3x3-Feld. Und hauptsächlich gehen ja hier diese Sachen weg. Ich kann hier die mal versuchen zu ordnen. Und dann... ja, das geht schon irgendwie. Hoppla. Ich wollte jetzt erstmal nur die hier. Ist vielleicht wirklich ganz gut, dass ich das alles aufhebe. So wie ich mich gerade fühle, würde ich wahrscheinlich nicht lange überleben in dem Tempel. Was heißt Tempel? In dem Dungeon da, den ich betreten möchte. Da passt doch einiges rein in so eine Kiste. Vor allen Dingen habe ich schon wieder relativ viel Titanium-Ohr. Ne, wie heißt das? Tungsten? Das war ein Tungsten gleich nochmal in Deutsch. Ich wusste es mal. War das Wolfram? Ich glaube, es war Wolfram. So, ich mach mal. Ida ist noch leer, weil ich falsch geklickt habe. Okay. Aber ich mach mal die Blöcke, mach ich mal in diese Kiste hier. Hier sind sogar noch einige von diesen Dingern da. Ich glaube, die habe ich nochmal neu gebaut. Oder die habe ich nochmal irgendwie aufgesammelt.
glaube, ich habe es neu gebaut. So, alles raus damit. So, nächste Kiste. Ach, das ist schon die. Was habe ich denn hier? Liquid Iron? Was ist das? Mercury, also Liquid Mercury. Auch interessant. Und wir haben auch schon relativ viel Erde wieder. Aber das müsste doch funktionieren, wenn nur einer läuft. Jetzt habe ich natürlich mein ganzes Holz auch da reingetan. Hatte ich überhaupt noch Holz? Eventuell habe ich das alles schon verbraucht. Aber ich würde nochmal einfach aus der Lava mehr rauszuholen. Ach ja, stimmt, da waren ja immer noch so Besucher auf meinem Planeten. Beziehungsweise ich bin ja der Planet. Aber ich habe noch nicht so richtig mit den Einheimischen verhandeln können. So. Machen wir erstmal noch ein bisschen Holz. Da können wir auch gleich nochmal neue Nahrung bekommen. So. Heyo, Simsalabim, ich bin wieder da. Hallo, Backflip, hallo, Smorf. Ich guck ab und zu mal ins Telefon, aber die App, mit der ich das nachschaue, ist natürlich wieder voll nicht am Start. Also vor uns wurde angezeigt, dass ich offline war, obwohl ich nicht offline war. Und eure Chats habe ich da auch noch nicht gesehen. Weiß nicht, wie lange das da schon stand. Aber ich wollte halt eh nicht so lange machen. Vielleicht bis um 12. Mal schauen. So, und ich weiß nicht, ob er es mitgekriegt hat, aber am Anfang des Streams hatte ich so eine Webseite gezeigt. Die offizielle Wiki-Seite von Fracking Universe. Und da habe ich die Passage von der One Planet Challenge offen gehabt. Und danach will ich mich richten und dementsprechend gehe ich heute das Risiko mal ein, in diese Höhle zu gehen. Aber ich werde es noch nicht beenden. Ich glaube, das kann ich auch gar nicht, weil ich keine Dingens habe, keine Core-Fragments. Aber was wir dort kriegen könnten, wäre wie heißt das Zeug? Upgrade-Module für verschiedene Sachen. Und die würde ich gerne grinden. Upgrade-Module und solche Mystik-Währungen. So rosa Pixel. Oder lila Pixel. Und die Texte, die könnten auch noch nützlich sein. So, ich glaube, hier komme ich normal durch. Ah ne, das ist ein Backschallkäfer. Ich glaube, da habe ich gerade eine Biene gesehen. Ne, das war ich selber. So, da ist die Höhle. Das ist heute das, was wir hauptsächlich machen. Natürlich blöd, wenn ich jetzt meinen eventuellen Kämpfer nicht dabei habe. Aber wird schon gehen. So, der sagt jetzt hier gleich ein paar Sachen. Weiß nicht, ob ich die jetzt nochmal vorlesen soll. Es geht hauptsächlich um Energiesignatur. Also, wo sind wir hier? Wir sind in irgendwelchen antiken Ruinen, die eigentlich gar nicht so sein sollten, wie sie hier sind. Das Übliche halt. So, und wir schauen uns alles an. Wir haben schon mal eine Waffe gefunden. Ich glaube, die ist jetzt nicht so besonders, aber wir nehmen alles mit. Wenn wir können. Hier ist auch ab und zu mal nichts drin. Außer dieses Zubat. Ich sag immer noch Zubat dazu. Hallo? Ja, das ist definitiv eine Energiesignatur der Antiker oder Antiken. Merkwürdig, dass die aus dieser Position kommen. Und die Musik ist immer ganz fröhlich. Okay, hier ist so ein Tech-Card-Modul. Daraus habe ich es eigentlich so ein bisschen abgesehen. Okay, hier ist noch ein bisschen Kupfererz und Pixel und anderer Kram. Und habe ich das ausgerüstet? Ja. Mal gucken, ob ich hier hochkomme. Und ob mir das überhaupt was bringt. Nee, das bringt mir noch nichts. Ich glaube, da komme ich vielleicht wieder runter.
Aber gut, dass ich diesen Grappling-Hut gebaut habe. Achso, hier brauche ich... was haben wir hier Feines? Okay, Poison-Resistenz. Lass mich mal in Ruhe hier, das ist doch nicht nett. Außer, dass das halt ein giftiges Viech ist und dass ich jetzt gleich die Poison-Resistenz bekommen habe, das ist natürlich nett. Hier noch mehr Kram. Okay, Radiation. Und das Zeug. Einfach, weil es geht. So, hier brauche ich ein paar Bomben. Habe ich zufällig schon welche? Ich weiß, dass ich vorher viele hatte. Ah, okay, die habe ich noch. Entweder habe ich sie jetzt gerade bekommen. So, ich hoffe, das reicht von Explosionsradius her. Ja, hat gereicht. Okay. Das kann ich erstmal mitnehmen. Und hier muss ich mich dann klein machen. Aber das kriege ich ja dann gleich. So, da unten sehe ich schon die erste Tech. Komme ich eigentlich hier hoch? Nee, ich glaube, da brauche ich auch. Aber das kann ich mir auch für später aufheben. Da kann ich von hier aus hier runterrollen und mir auch noch das hier holen. Irgendwelche Kräuter. Weizen. Und Pixel, hey. Ich wollte das hier wieder anmachen. Okay, das Fass kann ich noch nicht anklicken. Ach Gott, die Steuerung. Muss alles erstmal wiederkommen. Vielleicht deswegen alleine hätte es sich schon gelohnt, gestern doch zu streamen. Aber ich war einfach wirklich nicht so gut drauf. Und heute ist schon alles wieder ein bisschen besser. So. Ich glaube... Doch, hier komme ich weiter. Genau, hier unten ist erstmal verschlossen. Bis später. Aber ich kann ja nochmal hier in die Kisten gucken. Am besten wäre es eigentlich, den Platz so lange zu looten, bis ich... So, die Tür kommt erst später auf. Am besten wäre es eigentlich so lange zu looten, bis ich hier mein Upgrade für den Meta-Manipulator... Ach, ich kann nicht reden. Auf jeden Fall, das würde ich eigentlich gerne haben. So, lass mich mal hier in Ruhe. Leder ist natürlich auch nett. Es gibt hier auch unterschiedlichste Varianten von den Standardgegnern. Das ist natürlich auch interessant. Aber alle sind sie böse zu mir. Ist natürlich nicht nett. So. Ach, der hat mich gesehen. Die guckt auch ein bisschen böse. So, hier kann ich reingucken. Das bringt mir aber alles nichts. Ah, sehr schade. Okay, leider ist hier wahrscheinlich niemand mehr am Leben. Außer die ganzen Gegner natürlich, aber niemand mehr, mit dem man so ordentlich reden kann. Und die ganzen Gegner könnten verantwortlich dafür sein. So, hier hätten wir auch eine Küche, eine richtige. Obwohl, so eine hat er ja auch in seinem Haus stehen. Haben wir eigentlich irgendwas, was gerade schlecht wird? Weil ich gerade den Ofen sehe und die Möglichkeit, Sachen zu kochen. Unsere normalen Äpfel sind immer noch relativ frisch und der Rest sollte jetzt auch nicht verderben. Fleisch ist immer ein bisschen was, was relativ schnell schlecht werden kann. Kann ich eigentlich aus dem Fleisch schon irgendwas Vernünftigeres machen? Okay, das zählt als normale Küche. Quatsch, als normales Campfire hier. Dann bleibt es halt bei einem Cooked Steak. Können wir ja trotzdem. So, lasst mich in Ruhe. So, Schatz... Kiste hat ein so ein Schatz für die Mesh später. An die Teile kommt man vielleicht auch nicht besser ran als an irgendwelchen Missionen. So, Planfiber. Achso, ja. Das Teil. Sonst müsste ich hier Seile craften, um hier rüber zu kommen. Achso, und hier brauche ich eine Bombe. Würde mir auch gerade nochmal sagen, dass ich hier eine Bombe draufschmeißen muss. Ich hoffe, die bleibt da unten. Ja.
So, wir machen erstmal ein bisschen Licht. So, und hier kommt die Agent Essence raus. Das ist auch so ein Ding, was ich unbedingt gerne haben möchte. Und jetzt haben wir Dodge bekommen. Das Ding ist total schlecht auf dem Steam Deck zu benutzen, aber... Ja, okay, wir werden es hinkriegen. Ah, jetzt bin ich hier rausgekommen. Okay. Das haben wir ja schon gesehen. Hier bin ich doch schon drin gewesen, genau. Das andere, dafür brauche ich die Ballform. Deswegen brauche ich auch noch nicht da oben hin. Aber jetzt sollte hier unten frei sein, genau. So, und im Wasser sind gefährliche Fische drin. Hier könnte ich auch ein bisschen Eisen immer farmen. Aber ich glaube, für die Rate lohnt sich das überhaupt nicht. So, da oben macht es auch erst Sinn, reinzugehen, wenn ich... Dingens... wenn ich Ballform habe. Das ist hier eigentlich ganz lustig gemacht. Ich heile mich... Also das ist Heilwasser. Ich würde mich die ganze Zeit gegenheilen, wenn ich jetzt tatsächlich ersticken würde. Aber ich glaube, man kommt hier gut hoch, auch noch mit dem gegebenen Sauerstoff hin. So. Weil hier muss ich das schon perfekt timen. Achso, und das kann ich einfach so aufmachen. Da kann ich hin irgendwie zwischendurch. So, jetzt Ballform. Oder nee, erstmal höherer Sprung, so wie das aussieht. Aber ich sollte hier nicht rauskommen, bevor ich... Oh, das ist das erste Ding hier von denen. Das wollte ich ja unbedingt sammeln. Sehr schön. So, jetzt haben wir Enhanced Jump. Jetzt kann ich ein bisschen höher springen. Das ist schon mal gut. Hier komme ich noch nicht rein. Betonung liegt auf noch. Schon wieder eine Bombe. Vielleicht hätte ich mir die doch irgendwie anders hinlegen sollen. Ich hoffe, das reicht. Nein, hat noch nicht gereicht. Das müsste reichen. Was könnte ich denn... Ah, zum Beispiel. Ist jetzt eh frei. Ich könnte mal wieder was essen. Er hat ganz schön Hunger. Also, ich fühle mich gut repräsentiert, aber ich finde es trotzdem ein bisschen albern. So. Wenn ich jetzt hier das Teil... Wo komme ich dann raus? Okay, da komme ich jetzt unten irgendwie weiter. Okay. Ich frage mich gerade, was ich dann sage, wenn ich das zum vierten oder fünften Mal spiele. Na, vielleicht werde ich es auch gar nicht so oft spielen. Da oben ist irgendwas. Aber ich weiß nicht was. Interessiert mich aber gerade spontan. Da hinten ist schon die Map zu Ende und das sehe ich mit meinem kleinen Bildschirm hier. So, hier geht's jetzt weiter. So, F. Das ist jetzt die Ersatz für mein... Kann ich das eigentlich... Doch, das müsste ich so können. Vielleicht, weil ich ein Ballform bin. Das könnte sein. Ja. Techcraft? Nee, nicht Techcraft. Tech-Equip. Ja, hier könnte ich das nochmal umändern. Schnell und einfach. Aber wir lassen jetzt natürlich den Ball. Ach, das wollte ich drücken. So. Das mach mal an. F. Und ich kann auch als Ball springen. So, und da hinten komme ich gar nicht so rein. Da gibt es noch irgendwann einen Mini-Ball. So, aber ich wollte ja erstmal noch hier hoch. Da könnte ich noch runter. Ich glaube, hier gab es auch noch irgendwas Verstecktes. Nee. Wo waren das? Ach, da oben. Moment. Erstmal hier rein. Genau. Kann ich gleich mal hier lang gehen? Erstmal hier alles mitnehmen. Ein bisschen Nahrung. Nicht schlecht. So,
So, weg damit. Und noch mehr Nahrung. So, und jetzt hier rein. Noch mehr Upgrades. Was ist das hier Feines? Why Fishmen Have Brain. Okay, Fenerworks Weave of Hylotl. Ja, die beschäftigen sich auch wissenschaftlich mit anderen Kreaturen dieses Universums. Das macht ja alles auch irgendwie ein bisschen Sinn. So, hier komme ich anscheinend noch nicht durch. So, macht es Sinn, hier irgendwie mich hier runterzurollen? Ich glaube nicht. Aber ich merke gerade, achso, das ist die allgemeine Schwimmphysik. Die ist ja auch mit Fucking Universe ein bisschen anders. Bleib ja einigermaßen schweben. So. Ich glaube, das müsste es gewesen sein, an großen Geheimnissen hier. Und da müsste ich gekommen sein, als ich die Tech bekommen habe, genau. Und von hier aus kann ich noch erstmal das hier benutzen. Ich glaube, da komme ich selbst mit dem höheren Sprung nicht rein. Und jetzt Bombe. Achso, die habe ich mir doch extra irgendwo hier hingelegt, so. Ich weiß gar nicht, ob mich die selbst verletzen würde, aber man muss sie ja nicht riskieren. So. Spring hier hoch. Ey, ein Static Cell-Dings. Und mehr Upgrades. Und wie Search Starter. Ja, why not? So, und jetzt sollte es hier auch weitergehen. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Hier kann ich hoch. Aber scheint nichts zu bringen. Wir haben auf jeden Fall noch ein cooles mehr davon. Das da weiß ich auch nicht, ob da noch ein Geheimnis in der Lava drin ist. Aber ich würde es jetzt ungern riskieren wollen. Mehr Gene. Das geht ja gar nicht. Ach, Entschuldigung. Da unten ist noch ein Geheimnis, aber da brauche ich den Miniball, um da überhaupt ranzukommen. Das finde ich ein bisschen schade. So, hier auch wieder so ein Miniball-Geheimnis. Ich glaube, das ist was, was ich dann wahrscheinlich wirklich so als nächstes anstreben würde. Die ganze Tech-Bubble. Genau, hier war mit einem normalen Ball und hier komme ich nur mit einem Miniball rein. Da würde ich nochmal schauen, ob ich da so reinkomme. Davon da bin ich gerade gekommen. Hier ist auch noch Miniball. Und jetzt kommen wir langsam ins Endgebiet. Hier kann man noch Sachen ernten, das ist auch nett. Mal gucken, ob ich jetzt mit dem normalen Equipment überhaupt so die Mission normal beenden kann. Oder ob ich mir noch ein paar Core-Fragmente mitnehmen muss. So, und allgemein ist es hier wirklich sehr dunkel. Ich glaube, das war ein Schalter, oder? Ne, das ist auch eine Kiste. Sehr schön. Seile. Könnte sein, dass die hier absichtlich sind, weil man sich hier so hochseilen kann. Ich glaube sogar hier. Oder? Das sieht schon wieder so aus, als wenn man da mit einem Miniball reinkommt. Irgendwie meine ich, hier wäre noch was gewesen. Falsch. Ich wollte das drücken. Ach Gott. Das war noch zum Glück nicht der Endgegner. Ich könnte mal wieder ein bisschen was essen. Immer schön hier auf Ernährung achten und so. Energiehaushalts und so.
Es könnte sein, dass ich da nicht so ohne weiteres rankomme. So, das ist jetzt der Endgegner. Dingens. So. Hier haben wir die etwas größere Pop-Top-Mutter. Die trotzdem nicht so schlimm ist. Die sieht nur gefährlich aus. Ah, vielleicht ist sie doch ein bisschen gefährlicher. Ich mach mal hier noch ein bisschen Heilung. Ein Doppelsprung wäre jetzt schon nicht schlecht. Ich gehe mal hier ein bisschen höher. Wenn ich das anmache, komme ich da hoch. Kann ich ja schon mal... Kommst du da hoch? So, eine Metallschrottplatte. Die hat ja was gebracht. Ich glaube, das habe ich zweimal eingesammelt. Kann das sein? Ach nee, die habe ich alle eingesammelt anscheinend. Die Tech. Vielleicht kann ich die oder muss ich die sogar benutzen, um die Upgrade-Version davon zu machen. Das könnte sogar sein, dass man das so hauptsächlich bekommt. Okay, ich bin wieder voll geheilt. So. Ach, die heilt sich. So ein bisschen. Mal sehen, heilst du dich schneller als ich? Ich bin immer noch... Nee, ich wollte eine Bombe in dich schmeißen. Aber das wird gar nicht so funktionieren. Nee, das hier ist immer noch am effektivsten. Weg mit dir! So, jetzt einfach nur draufkloppen und hoffen, dass ich die aushealen kann. Ja, vielleicht brauche ich doch noch ein... Okay, jetzt haben wir viele coole Sachen bekommen. Pop-Top-Egg. Ich glaube, die kann ich tatsächlich züchten und dann sind die meine eigenen. Das hier, ist das irgendwie... Das ist One-Handed. Ist das Tier 2? Das ist Tier 2. Meins ist gerade nicht Tier 2, sehr schade. Wie viel metamanipulierte Module habe ich? Nur eins. Okay. Mal, da unten sehe ich noch so ein Schalterding. Wenn ich das anmache, komme ich dann an die Kiste hier. Okay. Komme ich nicht. Komme ich an die Kiste? Ich habe keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, das hat was mit diesen Geheimgängen zu tun, wo ich noch nicht rein kann. Was ich sehr, sehr schade finde. So, hier oben kann man sich noch ein bisschen langhangeln. Da ist auch nochmal eine Kiste versteckt. Oh, noch ein Modul. Das ist sehr schön. Dafür bin ich eigentlich wirklich hergekommen. Die Search Data. Wird die einfach so aufgesammelt. Okay, ich habe Core-Fragmente bekommen. Wo ist denn eigentlich die Search Data hin? Ist das was, was ich so benutze? Convert to Research. Können wir ja wieder bekommen. Verdammt. Nochmal heilen. Also auf die Art heilen und auf die Art heilen. Also mit Maus und Tastatur ist das schon schlimm, hier rüber zu kommen. Und so diese Doppelsteuerung mit dem Controller ist... Nein! Warum bist du so langsam? Vielleicht muss man das upgraden. So, im Chat steht noch nichts Neues. Bin ich überhaupt noch online? Angeblich ja, ich hoffe mal, das stimmt auch. Nein, warum? Ich will jetzt da hoch.
So, spring Dings. So, spring Dings. Spring. Also ich war doch schon mal viel weiter. Warum verlässt mich jetzt komplett mein Geschick? Kann im Sprung nach links gehen, oder? Also kann ich mich nach rechts abstoßen? So, springen, drücken, springen. So, das hat schon mal geklappt. Jetzt würde ich gerne hier abspeichern. Gott, ey. Zu viel gewollt. Wo ist denn? Nee, ich hab... Doch, ich hab ne Maus. Ist noch on. Okay, ich bin noch on. Und ich cheate jetzt ein bisschen, indem ich mal kurz meine Maus hole. Tastatur habe ich eh hier. Aber ich weiß gar nicht, ob das so funktioniert. So. Maus geht. Tastatur. Ah, ja klar, meine Tasten sind hier noch auf Rechtshänder eingestellt. Das bringt mir so gar nichts. Ich brauche gar nicht cheaten. So. Alles nur für eine Kiste. Ich hoffe, die Kiste lohnt sich. Am Ende ist da nur ein... Am Ende ist da vielleicht nur eine Platte drin oder so. Macht ja keine Platte. So. Also... Warum hat das jetzt geklappt, obwohl ich viel weiter unten war? Oh, endlich. Okay, hat sich gelohnt, weil so ein Ding habe ich, glaube ich, noch nicht gefangen. Gefunden. Und ich bin fast gestorben. So. Ich glaube, hier hinten könnte noch mal eine Kiste sein. Natürlich. Ja, die Pistole ist jetzt egal. Aber hier ist nochmal so ein Research-Ding. So. Ich glaube, beim nächsten Mal versuche ich irgendwas zum Fliegen zu benutzen oder so. Ja, ich gehe jetzt mal hier rein. So. Damit schalte ich das jetzt auch mal frei. Ach ja. Okay, jetzt kriegt man die Nachricht von Esther. Will ich mir das jetzt antun? Nee. Aber da unten wäre ja nochmal irgendwas Geheimes. Ist das für später. So. Dadurch, dass ich jetzt die Maus geholt habe, obwohl das gar keinen Sinn gemacht hat, habe ich mich jetzt schon wieder völlig anders hingesetzt. Das ist alles jetzt ein bisschen unbequemer. Aber jetzt kann ich auf das in den Chat schauen. Hey, und wir haben den Infinity Express. Was kann man hier eigentlich so kaufen? Bandagen. Die heilen ja schon ein bisschen besser als die Medizin, die ich habe. Und die ist auch gleich alle. Und eventuell werde ich eh bald sterben. Obwohl, da kann ich auch ein Medikit kaufen. Kaufen wir mal 5 Stück. Dann haben wir schon einen Großteil meines Geldes rausgehauen. Liquid Urkios Fuel kann man hier auch nochmal kaufen. Okay. Einige Sachen, die durchaus interessant wären. Ich kann sogar ein Bifugi kaufen. Obwohl, da komme ich auch umsonst hin. Aber interessant wäre es. Robopet-Haus.
Ah ja, stimmt, ich hab ja. Und Butter kann ich hier kaufen. Und Mayonnaise. Und, was ist das? So eine andere Mayonnaise-Geschichte. Was ist ein Custard in Deutsch gleich nochmal? So, hier ist ein Auftrag, den ich durch mein, wie heißt das Ding? Diesen Husbandry, Cosmic Husbandry Mod hab. Das ist noch so eine Sonderaufgabengeschichte hier. Eine starke, verlässliche Persönlichkeit wird ihr gesucht, die Materialien sammelt, damit sie ihr Dreamhaus bauen kann. Und sie wird nämlich in Pixeln und extra Rewards bezahlen. Und hier ist die... Oh, wir kriegen drei davon. Das ist ja cool. Würde ich gerne machen. Use the poster to find the location. Not now. Okay, das machen wir später. Viel, viel später. Hier sieht es ja alles noch ein bisschen abgebrannt aus. Obwohl sich das gleich ändern wird. Aber früher hat es mal noch mehr Sinn gemacht, dass die Sachen erst nach und nach freigeschaltet werden. Aber ich glaube, die sind jetzt nur noch drin, damit die Assets nicht komplett verloren sind. So, du hattest Aufträge. Ich glaube, du wolltest irgendwelche Kupferbahnen. Ja, die habe ich jetzt leider nicht dabei, aber könnte ich dir bringen? Nehme ich auch gerne deine Belohnung entgegen. Hier ist ein Bär, der gibt mir so eine Art Wundertüte. Wenn ich seinem kleinen Sohn einen Teddybären bringe. Aber ich vergleiche das immer mit so einer Stoffpuppe. Wenn so ganz normale Menschenkinder mit Puppen spielen, das ist dann so wie der Teddybär mit... wie der normale Bär mit dem Teddybär spielt. So, aber wir machen jetzt erstmal die Hauptmission. Doch, das macht Sinn jetzt, das hier noch in den Teleporter zu schmeißen. So. Das war eine dumme Idee. So, ich drücke einfach irgendwelche Knöpfe. In der Hoffnung, dass ich ein bisschen schneller bin. So, hallo Esther, oder beziehungsweise hallo unbekannte Frau, die sich gleich vorstellen wird. Hallo Liebling, mein Name, ist das ein Meta-Manipulator, den du da in der Hand hältst? Exzellent, so bist du ein Protektor. Es tut mir leid zu sagen, aber vielleicht bist du der Letzte nach der schrecklichen Zerstörung der Erde. Es ist traurigerweise unerdinglich gewesen, dass wir uns jetzt treffen. Mein Name ist Esther Bright, ehemaliger Grand Protector. Ich bin vor einigen Jahren gegangen, weil ich eine unmögliche Entscheidung treffen musste, aber die Forschung konnte nicht aufgeschoben werden. Ich habe Dinge entdeckt, die lang vergessen waren und die jetzt schwer auf der Gegenwart liegen. Langer Zeit, da gab es eine Kraft namens der Cultivator und es hat das ganze Universum gemanagt. Unter seinem Einfluss regierte die Harmonie und so war es für Äonen, also für sehr lange Zeit. Aber seine, was heißt denn Tranquility, ruhige Stille reichte nicht für immer, es gab irgendwas Böses. Die Ruin, also das Böse halt, konnte das Leben nicht ausstehen. Und es kämpft einfach nur gegen das Leben an sich. Und es hätte fast gewonnen, wenn der Kultivator sich nicht dafür geopfert hätte. Der Kultivator begehrte gegen der Ruin auf und verstoßte sie in irgendeine Extradimension. Und dabei hat er seine ganze Kraft verbraucht. Und bevor seine letzte Energie verbraucht wurde, gab er die Schlüssel zu dem Dingens an irgendwelche Rassen. Und diese Schlüssel sind Artefakte und die Artefakte können als Schlüssel die das Tor da hinten öffnen. Unsere Verteidigung ist Crumbling, wir müssen die Artefakte finden und jetzt gegen das Ruin kämpfen oder so. Ja, das ist alles sehr frei übersetzt, meistens ist es auch schon weg, bevor ich überhaupt richtig was lesen kann. Aber im Prinzip ist die Geschichte jetzt schon klar. Wir sollen diese Dinger finden und gegen die Ruin kämpfen. Und das ist es eigentlich. Und ich glaube, wir können das auch alles von unserem Startplaneten machen. Wir können versuchen, jeweils Händler zu kreieren, die Möbel verkaufen von der jeweiligen Rasse, die wir dann besuchen müssen. Und so auch die Sachen bekommen.
Aber erstmal unser erster Auftrag ist einfach nur unser Broken FTL Drive managen. Das können wir ja machen, aber wir müssen es ja nicht benutzen. Und jetzt sollen wir uns erstmal so ein bisschen mit dem Außenposten vertraut machen. Wir sollen Pinguin Pete finden. Hast du jetzt noch einen Auftrag oder? Achso, und wir sollen hier den Scanner benutzen. Okay. Du hast noch einen Auftrag für uns. Welcome back, dear. Let us ship fix it. Achso, das ist jetzt wahrscheinlich eine extra fucking Universe-Mission, weil ich ja gewählt habe, dass ich ein eigenes Schiff habe, das ich manuell upgraden muss und nicht so per Upgrade-Module. Das kann natürlich sein. Aber wir sollen erstmal Pinguin Pete finden, dann sollen wir Dinge einscannen. Den Scanner kann ich eigentlich schon mal öffnen. Weiß gar nicht, ob ich irgendwas schon verpasst habe. Aber ich kann einfach so hier Sachen einscannen. So. Ich glaube, die kann man auch einscannen. Falls ihr euch wirklich interessiert, was hier noch gesagt wird, dann könnt ihr mal kurz Pause machen. So. Ich glaube, hier hinten geht es auch nochmal weiter. Oh, das ist natürlich cool. Das habe ich jetzt gar nicht bei den anderen beachtet, aber er fühlt sich offended, weil die Humans sozusagen die Top-Rasse des Cultivators waren. Aber das würde ja bedeuten, der Cultivator hat noch gelebt, als die Menschen da waren. Und die Menschen waren schon so weit entwickelt, dass sozusagen ausgewählt werden konnten. Das heißt, es sind alles Sachen, die erst noch in der Zukunft passieren werden. Weil... ja, also noch sind wir ja noch gar nicht so weit, dass wir eine Spacefaring Race sind. So, das ist jetzt hier das Erste, was wir scannen sollen. Wir sollen noch mit dem reden. Und der hat jetzt den Auftrag, dass wir diese Mining Facility abklappern. Können wir ja mal machen. Also wir können erstmal den Auftrag annehmen, aber ob ich jetzt die Mission sofort mache, weiß ich noch nicht. So, hier können wir auf jeden Fall noch mehr scannen. Jetzt ist dieses Ding offen und wir müssen sogar einscannen. Das finde ich ein bisschen sehr doof gemacht, ehrlich gesagt. Ich scanne einfach alles ein. Ein paar Sachen kann man im Pixelprinter dann nachbauen. Nicht alles leider. Aber zumindest vieles. So, den soll man noch einscannen, warum auch immer. Ich mach's einfach. Okay, das haben wir schon. Die Peacekeeper, die gibt's natürlich auch. Das müsste man auch nochmal... was hast du dazu so sagen? Okay. Ja, die Lucy Farm, die würde ich auf jeden Fall dann auch mal bauen. Aber eine eigene Farm dann auch. Das gehört dazu. Nein, du sollst das hier einscannen. Die LED-Lampe. So, und das Tor, mit dem wir gekommen sind. Und das Teil. So. Dann können wir mal die höheren Stockwerke besuchen. Ach genau, der wollte Kupferbahnen haben. Dann kriegt man noch ein... noch mehr Meta-Manipulator-Module. Das ist auf jeden Fall die Sache wirf. Ach komm, steig doch mal hier hoch. Hier sieht es ein bisschen leer aus. Mit Mods könnte ich das hier auch noch mal nützlicher machen. Haben die eigentlich was hier drin? Nicht wirklich. Achso, und der Typ müsste mir Sachen geben, wenn ich den Wurm besiegt habe oder so, für später dann. Das muss ich noch scannen. Ja, das ist jetzt die Tutorial-Mission für das normale Spiel. Normalerweise würde ich hier nur die Möglichkeit haben, Sachen zu wechseln. Was aber nicht so ist. Und wenn ich den anspreche, dann kann ich anscheinend... oder ist es das Ding? Es könnte auch das Ding sein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich... den Forscher hier anspreche oder den... ach, das... könnte das sein, dass der Forscher hier dazugehört zu dem Ding? Ich glaube, wenn ich das Ding hier anspreche, dann kriege ich... nee, es ist wirklich der Forscher. Okay.
Schade. So ein bisschen schade. So, die 1 habe ich noch nicht gescannt. So, sehr wichtig, dass ich den Pixel-Printer-Gedöns hier scanne. Mich dahin. Oh, der Möbelladen ist noch zu. Wie auch immer das passiert ist. Na komm, spring hier hoch. Oh, so eine kleine Tür, die ist ja niedlich. So, das haben wir noch. Der Spiegel ist hübsch gemacht. Okay, da muss man dann halt noch warten, bis der wieder geöffnet wird. So, das sollte es jetzt... Obwohl, nee, dann, wenn es das jetzt wäre, dann würden wir ja den Auftrag als erledigt angesehen bekommen. So, muss hier noch was fehlen. Oh, mit dem kann ich schon reden. Kann ich hier schon was? Nee. Aber du müsstest mir auch noch einen Auftrag geben. Wow, da kriege ich ganz schön viel. Das ist nett. Sogar Elektromagneten. Modular Space Mesh. Ja, ich sag jetzt mal okay. Aber ich glaube, ich brauche noch einen richtigen Mac, ehe ich das machen darf und kann. Mach mal später dann. So. So, wo führt das nur hin? Ah, das ist noch... Das ist noch geschlossen, okay. Aber ich glaube, da unten gibt es noch einen Laden, den wir... Oh, der hat sogar einen Auftrag von uns. Das sieht anders aus, als ich es gewohnt bin. Erstmal auch hier alles scannen. So, aber das hier muss ich einscannen. Dann dürfte das eigentlich erledigt sein. Guck mal gleich mal, ob da noch irgendwas fehlt. Death Girl Pluto, come find me when you are ready. Okay, also muss ich jetzt nochmal mit Esther reden. Und jetzt nochmal mit dir, Dreadwing. Ja, vielleicht mal irgendwann. Viel, viel später. Aber wir können jetzt nochmal zu Esther. Achso, ich müsste ja hier auch nochmal einen Teleporter aktivieren. Ich werde doch nicht jedes Mal von da drüben... So, akzeptieren. Jetzt teleportieren wir uns einfach noch das Stückchen davor. Obwohl ich jetzt gar nicht weiß, ob... Doch, ein bisschen schneller wird das schon sein. So. Dann schauen wir mal, Estherchen. Esterli. Wie soll ich ihn kurz nennen? Esther ist eigentlich schon ziemlich kurz und klingt schon wie ein Spitzname. Oh, dieses Strange Map habe ich als Dekoration bekommen. Das heißt, ich muss diese Map aufstellen und dann kriege ich davon noch eine Mission. Und jetzt beginnt eigentlich, glaube ich, die richtige Mission mit Floor und Clues. Es kann sein, dass in diesen Missionen natürlich auch Hinweise versteckt sind. Das wäre ja eigentlich ganz gut. Also die Floor und Clue-Mission kriege ich jetzt sowieso nicht hin. Das würde ich mir auch ein bisschen abbauen. Ach, das gehört zu der Mission, dass ich in Urkios Equipment bauen soll. Longship. Hier kann ich gar nicht so richtig... Achso, das war das mit, was der auf der Packer-Dingens ist. Web-Wanted, build a perfect farm. Das klingt natürlich interessant. Das Bild sieht so aus, als wenn das auch ein Avian wäre. Let's get technical. Das mache ich jetzt mal. Und den Lost Teddy mache ich dann als nächstes, aber... Achso, ich kann ja einen Teleporter benutzen. Aber ich mache es mal so, dass ich nicht auf mein Schiff gehe, sondern hier dann direkt auf die Station beame. Science-Ausposten könnte ich hier nach meiner Logik jetzt auch benutzen. Mach mal dann demnächst auch. Jetzt bin ich doch auf meinem Schiff gelandet. Na egal, dann kann ich auch mal gleich das hier einscannen. Aber ich wollte...
dahin. Die bin ich. Na egal. So, hier einfach nochmal Großteil einscannen. Natürlich, und Switch. Ach, stimmt ja, ich wollte doch. Ich habe doch Bäume gefällt. Also, ich wollte nicht nur Bäume fällen, sondern ich habe Bäume gefällt, weil ich hier nochmal. Wollte, dass das Teil noch ein bisschen arbeitet. So. Jetzt noch mal ein bisschen. Jetzt sollte es doch weiterarbeiten, oder? Kriegst noch mal die Hälfte von denen. Bist du bei 102? So ungefähr gleich ist es jetzt. Ja, jetzt arbeitet er weiter. Ein bisschen schade um die verlorene Zeit. Ich glaube, der hätte die ganze Zeit weitergearbeitet. Aber jetzt ist es halt so. So, und Kupfererze brauchen wir. Oder Kupferbahnen. Haben wir nur zwei? Kupfererze haben ich jetzt hier drin keine gesehen. Aber. Hoppla. Hier sollten doch jetzt ein paar drin sein. So, das reicht doch eigentlich. Da die unendlich sind, überlege ich gerade, soll ich jetzt wirklich dafür das extra Ding da oben anschmeißen? Würde doch reichen, wenn ich jetzt hier kurz. Das Ding aufbaue. Ich will sowieso eigentlich diese provisorische Dingens weg haben, so schnell wie möglich. Aber jetzt erstmal ist das okay. So, 10 Kupferbahnen. Das, Defeat the Leader of Alpaca Ratings. Das will ich doch gar nicht gucken. Redwing, Zentrifuge. Zentrifuge habe ich doch schon. Ach, ich brauche eine Wooden-Zentrifuge, um den Auftrag zu erfüllen. Ja, können wir mal kurz machen. Problem ist, wenn ich alles wegschmeiße, Quatsch, alles in Kisten tue, dann kriege ich natürlich, da muss ich jetzt ein paar Mal hin und her rennen, um Sachen zu bauen. Wooden-Zentrifuge, wo bist denn du? Hier ist Wooden-Zentrifuge. Timber- und Silberbahn brauche ich. Oh. Timber und Silber. Habe ich jetzt noch eigentlich Holz übrig? Ja, ein bisschen. Also kann ich herstellen. Ach so, und ich brauche eventuell mehr Kupfer, weil ich jetzt... Ja, ich nehme alles davon mit. Und ich stelle noch mal ein paar Kupferbahnen her. Kann ich das überhaupt noch? Nee, ich habe keinen... Mal gucken, was hier so drin ist. Eine Techcard, ist auch nicht schlecht. Nehme ich gern. Dann mache ich jetzt doch erstmal den Auftrag und mal gucken, ob ich danach noch Kupfer übrig habe. Beziehungsweise in der Zwischenzeit könnte ja hier noch ein bisschen was hergestellt werden. Hier. So, eine Stunde bin ich fast online, aber ich habe ja 5 Minuten erstmal nur Quatsch gemacht. Oder so, deswegen bin gespannt, wann ich meinen Bonus kriege für mehr Forschung. So, jetzt erstmal mein Meta-Manipulator-Modul, das ist auf jeden Fall sehr schön. Was willst du jetzt haben? Bevor... Ach ja, du gibst mir jetzt irgendwelche Kurse. So, ab... Die sollte ich eigentlich ohne Probleme hinkriegen. Normalerweise würde ich mir jetzt so Stück für Stück die Techs dafür geben. Okay. Ja, das hat funktioniert. Ach so, das ist, wenn ich hier... durchfalle durch den Test sozusagen, dann kann ich da nochmal zurück. Ja, okay. Achso, und hier muss ich schnell durchhuschen, damit ich nicht verletzt werde. Naja, ich kann auch einfach durchtanken. So, zählt das jetzt schon? Ich hoffe.
Und jetzt hätte ich eigentlich die normale Tech bekommen, aber vielleicht kriege ich ja eine andere Belohnung. Das wäre auf jeden Fall nett. Na komm, spring hier hoch, mein kleiner Freund. So, Elliot, was hast du jetzt? Dash Tech ist wundervoll. Ja, das ist gut. Oh, sind Silver Bars und dann kriege ich sozusagen das nächste. Habe ich jetzt irgendwie bei der Dash Tech mehr bekommen? Ah, ich kann zumindest mehr freischalten. Air Dash ist das, was ich normalerweise nehme, aber hier weiß ich nicht. Aber stimmt, jetzt kann ich dadurch ja andere Sachen freischalten. Außerdem habe ich nicht genügend Tech-Module. Und jetzt braucht man Silberbahn und dann wird er wahrscheinlich Goldbahn wollen. Wenn ich der Logik folgen darf. So, Teddybären brauche ich noch. Und ist das jetzt hier? Jetzt ist das offen. Warum ist der jetzt offen? Egal, jetzt ist. Was für Möbel hast du gerade im Angebot? Das hier würde ich auf jeden Fall. Okay, ein Elder-Dings. Das würde ich auf jeden Fall bauen, weil das bräuchten wir eventuell. Construction to Golden. Aber ich glaube, das ist eh noch. Interessant, was der hier so im Angebot hat. Könnte sein, dass einiges durch Mods dazugekommen ist. Auf jeden Fall sind noch viele Sachen durch Mods dazugekommen. Aber nicht alles durch Working Universe, sondern auch ein paar durch den anderen Mod, den ich noch drin habe. Shop Counter Floor, wenn. Das habe ich doch freigeschaltet. Also es kann sein, dass durch die Freischaltung hier auch noch mehr Kram dazugekommen ist. Das ist ja furchtbar hier. Featured. Okay, das ist gerade Featured. Das ist hier das Standard-Küchenset, die eigentlich auch nicht schlecht ist. Also die Featured-Sachen ändern sich immer wieder. Ach so, und hier kann ich quasi aussortieren. Ja, meinetwegen. Ist jetzt eigentlich gar nicht das, was ich wollte. Ich wollte einen Teddybären bauen und die 10 Bahnen und dann irgendwas wollte ich noch bauen. Ach ja, die wurden Zentrifuge. Dafür brauchte ich auch noch einen Silberbahn. Ah, Silbererz haben wir noch nicht so. Es kommt leider nicht aus der Lava raus. Genauso wenig wie Gold. Könnte sein, dass ich gar kein Silber oder Gold in dem Maße habe, wie wir es jetzt brauchen. Achso, das kann ich auch mal einscannen. Na komm, lass mich runter. Mal hier kurz gucken. Das sind die 8 Silberbahnen. Einen brauche ich sowieso noch zum Herstellen. Aber da war doch ein anderer Auftrag, wo ich noch ganz viele Sachen bekomme. Das ist auf jeden Fall noch auch interessant. Und da brauche ich nicht noch Timber. Golderz habe ich hier noch und ja, das wird auch schwierig. Aber Silbererz sehe ich jetzt erstmal keins und ah, das könnte es. Nee, das ist es auch nicht. Nö, da müssen wir noch mal. Müssen wir noch mal gucken, ob wir noch irgendwo was herkriegen. Das ist leider auch nichts. Timber. Moment, hier. Können wir ruhig alles machen und dann fäll ich wieder ein paar Bäume. Und ich habe doch noch so viele Äpfel im Inventar. Wie weit ist denn das Ding eigentlich? Können wir auch mal. Obwohl der ja unendlich lange macht. Im Gegensatz zu dem hier. Aber da es auf diesem Planeten fast immer regnet, ist der auch relativ effizient. Das will ich eigentlich gar nicht ändern. Ich würde es jetzt nur ändern wegen der Geschichte mit, dass wir mehr Rohstoffe kriegen. Aber eigentlich, warum? Jetzt wieder versuchen, Tasten gedrückt zu halten, während ich hier. Oh, was ist das? Wird auf jeden Fall nicht schlecht. Gut zu wissen. So, ich würde jetzt mal wirklich nur Sachen reintun, die hier schlecht werden können. Oder die gefühlt eben mein Inventar alle verstopfen. Nein, geh nicht weg. Das sieht doch erstmal gut aus. Können wir das hier ordnen? Können wir jetzt das ordnen? Komm, ordne dich. Ja. 300 Äpfel.
Okay, aber ein Großteil der Äpfel wird sich ja dann auch wieder in Dünger verwandeln. Achso, ich hätte jetzt nochmal nach dem Trace gucken können, ob da noch genügend drin ist. So, hier war das doch mit der Bodenzentrifuge, genau. While not critical infective. Honeycombs. Ach ja, irgendwie was mit Honey war da. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was ich für eine Belohnung bekommen habe. Endmill and Extractors. Das war's nicht. Zentrifuge. Ah, okay, ich habe wieder so ein Überraschungspaket bekommen. Genau, Lost Travel, Lost Teddy, Interstellar Travel, Test Drive, Your Mac and You, Incubation. Incubator. Ah, das dauert wirklich. Das geht jetzt schon wirklich ein bisschen zu weit. Well. Soll ich da einfach nur einen Brunnen bauen? Weil was habe ich ja schon im Dingens? Ich glaube, es geht darum, einen Brunnen zu bauen. Aber nicht hier. Foraging Table. Es könnte sein, dass ich das. Habe ich den hier? Ist das der mein Freund? Wo ist mein Foraging Table? Ich glaube, den habe ich noch gar nicht aufgebaut. Den wollte ich beim Greenhouse. Da wollte ich noch so eine Landwirtschaftsecke bauen. So, lass mich runter. Dann würde ich hier unten erstmal die Sachen, die ich zwar brauche, aber die jetzt noch keinen festen Platz haben, da würde ich die erstmal hier aufbauen. Da kommt auf jeden Fall noch irgendwie. So, passt das noch hier rein? Das könnte hier reinpassen. Ja, später bekommen die ihren eigenen Platz. Aber hier müsste jetzt der Brunnen baubar sein. Carnivore Slough, okay. Das verstopft mir so ein bisschen hier alles. Ein Trog. Trog ist auch wichtig dann später, glaube ich. Well, ah, hier ist es doch. Cobblestone brauche ich. Aber insgesamt macht es schon Sinn, jetzt noch einen zweiten Well zu bauen. Wie weit geht denn das hier eigentlich nach unten schon? Nein! Boah, Glück gehabt. Obwohl, das hätte man ja alles wiederkriegen können. Ah, da ist Cobblestone. Kann ich eigentlich jetzt den schon verbessern? Wie mache ich denn das gleich nochmal? Ach so, dahin. Das. Upgrade. Ich könnte die Sachen verbessern mit Upgrade-Modulen. Würde ich aber ungern. Auch das Bugnet lässt sich. Okay. Aber das will ich auf keinen Fall jetzt machen. Hier ist der Miner. Dafür brauche ich 6 Stück. Achso, und. Ja. Ja, langfristig würde ich es schon gerne machen, aber jetzt bin ich erstmal noch so damit zufrieden. Achso, jetzt muss ich hier noch irgendwie hier hochkommen wieder. Ja. Blöder Elch oder was auch immer du bist. So, jetzt müsste auch eigentlich langsam die Nachricht kommen, dass ich jetzt irgendwie einen Forschungsbonus bekomme. Dachte ich zumindestens. Ah ne, Brunnen baue ich hier an der Survival-Station. Deswegen habe ich doch den extra gebaut. Was brauche ich eigentlich, um das zu upgraden? Durastil. Okay, das dauert noch eine Weile. Und dann sieht er wahrscheinlich auch nicht mehr so cool aus. So, Craft. Und wir haben ein Ei bekommen. Und mehr Kupfer. Kupfer ist doch auch wichtig. Ich hätte jetzt mal gucken können, ob ich noch ein bisschen Silbererz farmen kann. Weil das wäre eigentlich schon schön. So, ihr seid nicht so schön. Wäre eigentlich schon schön, wenn ich da jetzt hier mal weitermachen könnte.
Der wird mich doch auch gleich angreifen. Okay. Jetzt wieder ein paar Bäume fällen. Weil ich habe ja mein ganzes Holz jetzt in Timber verwandelt. Und es könnte sein, dass ich mehr Holz brauche. Langfristig brauche ich auch noch ein paar andere Bäume. Mal gucken, wie weit ich damit komme. Ich habe sogar gelesen, dass es so Stahlbäume gibt, aus denen man dann so die höheren Erze rauskriegt. Es fühlt sich irgendwie seltsam an, aber eigentlich, ja, mit der Macht der Wissenschaft. Außerdem war Fracking Universe eigentlich ursprünglich auch so ein Mod, mit dem man alle möglichen Erze anpflanzen konnte. Also von daher passt das ja historisch. Auch wenn es nicht irgendwie wissenschaftlich passt. Aber das hier ist eh Magiewissenschaft im Spiel. Und daher ist das alles schon in Ordnung. So, das sieht doch ganz gut aus. So, wir haben neues Holz. Was wollte ich denn jetzt? Achso, ich könnte mal die Zentrifuge aufbauen und... Was könnte ich denn da durchjagen? Ich könnte eigentlich auch durch die normale Zentrifuge Lava lassen. Was haben wir denn hier? Eigentlich schon ziemlich viel. Ziemlich viel cooles Zeug und gutes Zeug. Und ich glaube, bei der Wundenzentrifuge kommt nämlich nicht so cooler Stuff raus mit höherer Wahrscheinlichkeit. Blut, wo habe ich denn Blut her? Ich glaube, irgendwo gefunden. Irgendwas, was ich noch durch den Zifter jagen könnte. Sand oder so. So, ich sehe gerade, ich habe schon wieder ein bisschen Gesundheitsprobleme. Achso, ich wollte doch mal hier in meine Growing Trays reingucken. Und eigentlich könnte man zumindest hier aufmachen. Dann sollte das alles auch da runterfließen. Und langfristig besser gespeichert bleiben. Kann ich eigentlich im Hintergrund was bauen? Das ist Slush, das ist normaler Snow. Ein ganzer Schnee ist weg. Geht das? Ne, hier kann ich leider nichts im Hintergrund setzen. Bisschen schade. Dann verschwindet das sozusagen. Hier könnte ich noch... Ah, das sieht komisch aus. Na toll. Ne, ich lasse es jetzt trotzdem so. Das geht schon. Das ist einigermaßen okay. Achso, ich wollte auf der anderen Seite der Basis auch noch so einen Brunnen aufbauen. Ich hoffe, die sind dann weit genug weg, dass das funktioniert. Muss aber auch ein bisschen dran denken, dass der dann da ist. Brunnen war hier drin, oder? Ja. Und die komische Karte. Obwohl ich die Karte gerne woanders dauerhaft hinsetzen möchte. Ich habe mich selbst hier eingesperrt. Was Sinn macht, aber nervig ist. Ja genau, heil mich mal ein bisschen mit. Das war zwar nicht deine Absicht, aber ich danke dir trotzdem. So. Das müsste jetzt passen. Ja, genau. Ah, das ganze Wasser, was hier verloren geht, aber... Ja, später. Später bauen wir riesige Sammelbecken dafür. So, was hatte ich denn jetzt noch vor? Irgendwelche Sachen, die mich jetzt noch verbessern könnten. Irgendwas, was... mit dem ich vielleicht fliegen könnte. Was haben wir denn hier so für Früchte? Das hier sind ganz normale noch. Blumen habe ich gar keine, Pilze habe ich gar keine. Der Anfang von Bäumen? Was kann man denn so erforschen eigentlich? Aquaculture. Hier ist noch Baumwolle dabei. Was ist denn für ein Ding? Diese Fleischpflanzen, da habe ich, glaube ich, auch noch welche unten gesehen. Und das hier, das ist ja ein etwas besserer
Dünger immer auf jeden Fall mit. Und das hier können wir noch nicht erforschen. Ah, weil wir zu wenig Gene haben. Und das müssten wir schon mal ein bisschen aussortieren, welche Sachen wir hier wirklich haben wollen. Das hier sieht sehr stahlmäßig aus. Nailery. Nailery Seed. Okay. Habe ich eine Chance, irgendwie zu erkennen, was das andere ist. Aber wir haben Nagelseeds, die wir auch zu Eisen verarbeiten können. Uri-Seeds. Ich glaube, das sind alles nur Heilpflanzen. Die bringen uns so erstmal noch wenig. Aber gut, das hier brauchen wir ja wahrscheinlich für alles 80. Okay, hier, daraus können wir vielleicht Schleim gewinnen. Das war ja auch noch so ein extra Set. Diese komischen, lustigen Erdbeeren. Kiki-Frucht. Und das hier sieht auch ein bisschen radioaktiv bunt aus. Mhm. Umstend. Slime-Glub. Okay. Wo führen die denn hin? Führt das irgendwo hin, wo ich Whistle-Brokkoli? Immun zu Acid, okay. Die beiden führen zu Blisters. Blister ist auch irgendwie so eine eigene Rüstung. Tier 2 nur. Aber die glüht. Immun, Poison, Protopoison und... finde ich jetzt nur so semi-cool. Obwohl das natürlich auch interessant wäre. Mhm. Irgendwas, was schon vom Aussehen her darauf hindeutet, dass ich da... coole Sachen bekomme. Dass ich ungefähr weiß, wo ich hin will. Hier, das ist, hatte ich irgendwie ganz gut in Erinnerung. Da Wisk. Also langfristig brauchen wir ja alles. Und das wird immer teurer mit den Genen. Dann würde es sich fast lohnen, das Ding hier zu bauen. Oder das hier. Aber ich glaube, die brauchen auch die brauchen erstmal Energie, da müssen wir uns auf jeden Fall noch mit Energie beschäftigen. Und ich glaube, das könnte sich auch lohnen. Und der Wassergenerator. Und der Harvest Beamgum 2. Ich hab Harvest Beamgum 1. Obwohl, na, da müsste ich Sachen... Das könnte man ja einrichten. Zumindest mit Sachen, die immer nachwachsen. Ist das hier? Noch nicht. Aber der Grappling Hood, den hatten wir. Survival. Das sind alles interessante Sachen. Mal sehen. Chat ist noch da. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen stuck, was ich als nächstes mache. Eigentlich dachte ich, ich mache jetzt erstmal noch ein bisschen diese Anfangsmission. Was soll's, wir machen sie jetzt noch ein zweites Mal. Sollten wir ein bisschen schneller da durchkommen. Vorausgesetzt, wir kommen überhaupt dahin. Lebend. Wie habe ich denn das jetzt geschafft, hier stuck zu werden? Oh, der rennt weg. Immer eine neue Reaktion. So, verwandelt euch alle in Pixel, damit ich euch ernten kann. So, ein bisschen schade, dass wir... Ist das eine Biene? Ah, eine Squash-Biene. Aber eine Biene, okay.
Ja, auch schade, dass ich die letzte Form von Bienen hier nicht gefunden habe bis jetzt. Ich bin mir fast sicher, dass es die hier gar nicht gibt. Achso, da gibt es so ein Gerät, das nennt sich Monster Inspector. Das könnte ich eigentlich mal nachgucken, ob da. Ob das vielleicht geblockt ist. So, ich dachte, wir wären schon da. Aber noch nicht ganz. Einmal müssen wir noch. So, Teleport. Es müsste schneller gehen, aber ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall könnte ich mich nochmal heilen. Und was essen zum schneller heilen. So, und die Waffe auswählen. So, das ist auch wichtig. Na komm her. Die Bombe, die brauchen wir ja dann noch. Ach ja, da kommen wir hoch. Take all. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe hier die Sachen plündern. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Könnten wir jetzt schon ein Upgrade machen? So, jetzt könnte man hier einfach schon mal uns durchschießen. Würde ich jetzt aber gar nicht machen. Ein Schild? Ja. Wir brauchen mal einen Händler. Beetleman. Scare. Okay. Sind das die Venerox hier allgemein, die hier die Zivilisation haben? Würde passen. Ah, cool. Noch ein zweites Upgrade-Modul. Was ist denn das hier Feines? Ein Archerbogen. Ah, benutze ich leider nicht so viel, aber eigentlich. Nicht schlecht. Upgrade-Modul und Tech-Karten-Module sind schon mal gern genommen. So. Vielleicht würde ich wirklich meinen Grappling-Hood als erstes upgraden. Oh, Kartoffel. Ja. Bis jetzt gefällt mir, was ich so bekommen habe. Ha. Ich erwische den kaum. Guck mal hier ein bisschen näher. Achso, hier wieder Kisten durchsuchen. Nach allerhand Hinweisen. Zum Beispiel das da. Oder die Kartoffel. Habe ich die schon? Anscheinend noch nicht. Die da oben müsste ich eigentlich haben. Sieht gut aus. Machen wir trotzdem erstmal so einigermaßen nach Plan weiter. Dich werde ich nicht mit dem Ding fangen. Sparen in Zukunft hier lang zu gehen. Ich glaube, in der Küche waren noch ein paar Lebensmittel. Es lohnt sich nicht direkt, aber. Ha, free Lebensmittel. Achso, der Schrank? Ja.
Also bei meiner Merkfähigkeit werde ich wahrscheinlich dreimal hier lang gehen müssen, bis ich mir gemerkt habe, welche Orte sich lohnen. Das Jahr hat sich auf jeden Fall gelohnt. Na komm. Oh Gott, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich habe gerade nur so aus dem Augenwinkel auf meine Health geguckt und dachte mir so, hätte ich doch noch mal ein paar Sachen lieber abgelegt. Aber ich habe doch extra hier Heilung gekauft. Achso, und hier brauche ich Bomben. Genau, das hat sich schon gelohnt wegen der besonderen Geschichten hier. Ich weiß gar nicht, vielleicht hätte ich das doch mitnehmen sollen. Falls ich es doch nochmal brauche. Obwohl, das war die Hochspringfähigkeit. Wenn ich es nochmal brauche, dann kann ich das immer nochmal abfarmen. Mais. Geiler Scheiß. Ah, ich komme auch so hier ran. Achso, hier brauche ich Bombe. Was? Okay. Oh, Upgrade. Sehr schön. Waffe. Gegen den großen bösen Fisch hier drin. Fischfingers habe ich jetzt gelernt. Achso, weil ich einen. Weil ich ein Fischdinges gefangen habe. Okay. Wie spät haben wir es denn? Oh, gleich um 12. Ach ja, stimmt. Da kam ich so hin. Das nehme ich jetzt mal mit. Boosted Jump. Wann das erste? Achso, der Double Dash. Ja, hätte ich vielleicht... Das habe ich schon mitgenommen, glaube ich. Genau. Na, reicht das aus? Bitte reicht aus. Verdammt. Es gibt auch Waffen, mit denen man das kaputt machen kann. Aber habe ich leider noch nicht gefunden. Ach Gott. Einmal muss ich es wenigstens schaffen. Der Rest ist optional. Hier kommt man anscheinend auch irgendwie lang. Es würde mich wirklich interessieren, wie. Unten ist ja auch irgendwelche Geheimnisse. Die es da gibt. So, gab es hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Das hat man schon. Das hatte ich schon. Könnte das sein, dass man damit mit einer Bombe durchkommt? Interessant, das war nicht blau. Kann ich das mit einem Meta-Manipulator abbauen? Ich habe doch hier eine Kettensäge. Also der
Block ist anders, aber ich weiß nicht, wie anders. Hier mit dir. Seht ihr das? Dass das nicht so blau ist, wie das da oben und unten? Aber ich glaube, ihr müsst einen Schalter finden, anstatt dass ich da einfach so weiterkomme. So. Ich weiß jetzt gar nicht, was der richtige Weg wäre, aber ich weiß, dass wir hier auf jeden Fall weiterkommen. Ich glaube, das wäre sogar der richtige Weg gewesen. Es sind auf jeden Fall noch Truhen, die ich gerne hätte. Aber wir kommen wahrscheinlich trotzdem daran. So über einen leicht anderen Weg. Kurz warten. Gerade so geschafft. Naja, immerhin hier so ein paar Sachen gesammelt. Ein paar neue. Die Essenzen habe ich mit. Ich weiß nicht, ob mir hier irgendwas in Gang ist. Aber das passt schon. So, jetzt kommen wir langsam wieder hier hin. Ach stimmt ja, ich kann ja hier ein bisschen was ernten. Schon wieder Tasten verwechselt. Ich wollte eigentlich das machen. Und langfristig, eine bessere Waffe wäre eigentlich auch besser hier für das ganze Ding. Hier alles mitnehmen. So, her damit. Nicht viel, aber der Mensch freut sich. So, mal kurz gucken in den Chat. Ja, der ist ruhig. Ist ja aber auch okay. Aber es gucken noch Leute zu, wenn ich das richtig sehe. Wenn das richtig angezeigt wird, da freue ich mich. Ich hoffe, ihr auch. Wollen wir mal. Ach so, da komme ich so hin. Bisschen falsches Equipment. Macht sich auf jeden Fall mittlerweile besser, der Kampf. Wahrscheinlich, weil ich auch einfach ein bisschen was lerne dabei. Ah, jetzt wird es doch gerade ein bisschen knapp hier. Ich heile mich noch ein bisschen gegen, aber nicht wirklich gut. So, noch mal ein paar Heilungsbuffs bekommen. Ein Doppelsprung hätte ich gerne. Ich glaube, mit dem Doppelsprung könnte ich dann auch arbeiten. Huch, wo bist denn du jetzt hingefallen? Aber bitte nicht regenerieren. Bin so ein bisschen traumatisiert aus anderen Spielen. Wenn die Gegner ihre Position resetten, dass sie dann... Okay, jetzt haben wir wieder so eine Pop-Top klar bekommen. Vielleicht können wir mit der auch irgendwas craften. Achso, da unten komme ich eh nicht hin. Und hier brauche ich so ein Ding. Vielleicht probiere ich es doch einmal. Noch an das da oben ranzukommen. Hier ist auf jeden Fall wieder gutes Zeug.
Wow. Aber gut, dass es geklappt hat, sonst. Und hier ist immer so gutes Zeug drin, also das auszulassen, das würde wirklich wehtun. Wenn ich mir angucke, was da jetzt schon wieder drin ist. Ja. Mal kurz hier drin noch. Geht so. Eine Mundharmonika. Oder irgendein anderes Instrument. Auf jeden Fall auch nicht schlecht. So, und um das zu aktivieren, brauche ich jetzt wahrscheinlich wieder Chorfragmente. Aber das ist ja schon aktiviert, deswegen. Resette with Progress. Na, das hoffe ich doch. Dann kann ich nochmal da reingehen und dann kann ich nochmal die Mission machen. Kann ich eigentlich die Mission auch von hier aus machen? Wo ist denn hier mein Kontrollpanel? Ist es das? Nee, der Stuhl ist es. Nee, nee, das kleine Ding hier ist es. Missionen. Erkers Mining Facility. Hier ist schon auf 3 angegeben. The Red Wing und Always in the Longship. Ach, das war der Alpaca Raid. Okay. Science Außenposten und normale Außenposten. Ja, und die Mining Facility, wenn da schon Level 3 steht, würde ich jetzt ungern. Aber wir haben jetzt noch ein paar Module. Ich überlege gerade. Eigentlich würde ich am liebsten meinen Meta-Manipulator zum Bauen verbessern. Aber ich würde auch gerne noch mehr Rohstoffe bekommen. Und dafür wäre es eigentlich ganz gut. Den Mining Laser zu verbessern. Wie viel haben wir denn jetzt so? 4 normale Upgrade-Module, 9 davon. Das würde auf jeden Fall reichen erstmal. Eine normale Drohne. Ach so, ich wollte doch mal, ich glaube, das heißt Monster Inspector. Den Monster Inspector wollte ich mal bauen. Ich weiß auch gar nicht, wo der direkt ist. Ich kann mir vorstellen, dass er hier dabei ist. Nee. Hier vielleicht? Hier? Oder muss ich den noch erforschen? Kann sein, dass ich den noch erforschen muss. Ja, ich müsste einigermaßen sicher sein hier. Metaphysik. Das ist neu. Dafür brauche ich Verrücktheit. Jeans, Madness. Hab noch keine Madness. Okay. Mad Science. Pants. Jacket. Und dann zwei Arten von Brillengläsern. Okay, hier gibt es zwei verschiedene psychiatrische Hilfe. Das klingt doch super. Okay, Consola. Instafoid. Okay. Würde ich mir für sehr viel später aufheben. Achso, jetzt habe ich das wieder geschlossen. Das wird auch nicht das Richtige sein. Ich kann mir vorstellen, dass es entweder bei Agriculture ist, so die Richtung Survival-Gedöns. Aber ich weiß auch gar nicht, wo genau ich da gucken soll. Irgendwie fühlt sich das hier nicht so richtig an. Ach nee, ich glaube doch bei Tinkering, also hier. Und zwar die Sachen, die man mit den Tricorder macht. Aber ich sehe hier keinen Tricorder. Oder Tricorder. Ist es doch bei Elektronik? Ah, schon wieder falsch. Ich glaube, es war hier und dann war es eigentlich hier drin. Hier ist der Tricorder.
Und hier ist der Monster-Inspektor, den Monster-Detektor. Die beiden wollte ich mir anschauen. Okay, und das ist Gadgery, das ist im Tinker-Table. Erstmal gucken, ob ich da so jetzt einfach rankomme, was ich brauchen könnte, um das freizuschalten. Railhook. Shift-click to confer scans all one all time. Upgrading using your tricorder. Silicon Board. Tungsten. Ouch. Aber ich glaube, das wird notwendig sein für den hier. Inspect Monsters. Würde ich mal einfach gucken, was da passiert. Glas und Iron ist jetzt nicht so schwer. Wo ist denn das andere Ding? Das hier. Advanced Plastics? Da komme ich eh noch nicht dran. Und Elektromagnet? Ja. Reveal nearby Monsters. Das brauchen wir jetzt vielleicht doch noch nicht. Aber Iron Bar und Glas. Na komm mal. Glas habe ich ja gefunden. Oh, hier ist fertig. Mindestens zum Teil. Ich nehme mal hier so. Nicht. Obwohl, man kann es ja so machen. Ach, bisschen albern. Aber man sieht hier kommen 5 Produkte raus. Quatsch. Doch, für. Ne, 7. 7 Produkte und ich glaube, der Bodenzentrifuge hatte gar nicht so viel Platz. Würde ich das doch hier drin lassen. Lieber noch ein bisschen Holz da reinstopfen. Nein, ich würde gerne die Hälfte wieder raus haben. Mir die Hälfte. So, und hier die Hälfte rein. Und was ich eigentlich wollte, ist hier das Eisen rausnehmen. Ja, das habe ich geahnt. So, ich mach's mal so. So. Ich glaube, 2 davon brauchten wir. Dann brauchten wir Glas. Das habe ich zwar, aber vielleicht kann ich ja noch mehr herstellen. Volatit Powder kann ich herstellen. Es gab eine Rüstung mit Volatit Powder. Das ist natürlich sehr schön, dass ich das bauen kann. Ich überlege gerade, wo kann ich denn das bauen? Ich glaube, bei der Emery? Also bei dem Ding hier. Hier Rüstungen. Da ist auf jeden Fall sehr viel da. Cotton Wool. Das ist schon mal Tier 2. Würde ich gerne nach Fallschaden gucken, weil das ist das, wo ich am meisten immer Angst habe. Aber ich meine, da gab es irgendwas, wo ich Volatile Powder brauche und dann. Oder kann ich danach suchen und dann wird aussortiert? Nee, also das muss mindestens in der Beschreibung sein. Das muss nicht direkt. Ach, hier, genau, hier gibt es noch mehr Bonus für den Mining Laser, aber Combat Damage. Nicht der normale Damage von dem Ding. Aber das sieht auch ziemlich cool aus, finde ich ehrlich gesagt. Also von daher. Hier braucht man Core Fragment. Ist auch noch Tier 1. Achso, kann ich Tier 2 eingeben oder einfach nur eine 2 und dann wird mir einfach nur angezeigt, was Tier 2 ist. So einfach funktioniert das leider auch nicht. Mal sehen, der Vagabundenkleidung. Was haben wir denn noch? Underworld. Tungstenwest. Natürlich ist Tungstenkleidung am. Aber ich glaube, das ist die normale Kleidung. Weil da West Insert steht. Das ist eigentlich so die normale Avali-Kleidung. Die haben keine Set-Boni. Von daher würde ich das auch ehrlich gesagt mal überspringen. Snowy Googles. Ja. Ah, hier ist das. Da brauche ich Blut. Nett.
Aber ich habe mehr Speed, Life Leech, das könnte auch interessant sein. Dagger, Whip, Striker. Okay, na, das habe ich alles nicht. Aber mehr Speed und mehr Healing Strength. Und allgemein bessere Werte. Die Frage finde ich das. Glass, Malef, Milios. Oh Gott, ich kann nicht reden. Ich wollte sowieso gleich aufhören. Plebeian Cap. Okay. Plebs. Sozusagen. Das hier sieht noch cool aus. Ranged Hyper Offensive. Okay. Gibt auf jeden Fall jede Menge Crit-Schaden und gibt mehr Speed und Jump. Und Plastic Polymer sollten wir demnächst auch irgendwann bekommen. Das hier hat noch sehr viele Sachen. Gleichzeitig Short Spear, Assaults, irgendwas anderes. Achso, das ist jetzt wieder Tier 1. Wenn man es jetzt hier alles Tier 1? Ne, das ist ausgerechnet wieder Tier 2. Die Hacker-Maske. Was ist denn das Hacker-Set überhaupt? Range Tank, Electric, Energy Regen ist mehr. Das ist auch 2. Dagger. Ah, will ich nicht wirklich. Und dann sind wir wieder bei der Kupferrüstung aus Freaking Universe. Die Beekeeper hat Rüstung. Hat Tier 1. Das hier interessiert. Es könnte auch interessant sein. Hammer Mastery. Aber allgemein mehr Crit Chains. Battletotem. Da das ein Tank ist, könnte das heißen, dass hier auch ordentlich mehr Rüstung dabei ist. Mal sehen, 8 Rüstung. Was war das nächste? Also 8 Rüstung für den Helm. Dann hat man das Hacker-Set. Da gucke ich mir mal den Helm an und die Maske. Oh, die ist auf jeden Fall deutlich niedriger. Und dann irgendwas mit S. Sanguin. Das ist so in der Mitte davon. Aber mich würde ja das interessieren wegen dem Life Leech. Cottonwool, Volta und Blut. Ja, das könnte schon. Das könnte es schon wert sein. Und eine bessere Waffe wäre vielleicht auch schon mal angebracht. Habe ich über bessere Waffen schon freigeschaltet? Ich würde jetzt erstmal einfach aus dem Spaß heraus diese Anrüstung bauen. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, welche Metalle ich brauche. Brauche ich Metalle dafür? Das Voltaline Powder brauche ich auf jeden Fall. Blut hatte ich. Mach mal gleich 11. Das müsste reichen. Wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Beziehungsweise können wir hier noch ein bisschen was rausnehmen. Komm, das könnte reichen. Achso, und ich wollte meinen Meta-Manipulator upgraden. Das will ich jetzt gleich mal machen. Upgrade. Nicht Meta-Manipulator, den Mining Laser. Mining Laser, Mining Laser, Mining Laser. Hier der. Upgrade. AC7 Miner. Was brauchen der nächste dann? 9. Ah, okay. Fair. Hatte ich nicht noch einen Amboss hier irgendwo rumstehen? Oder habe ich noch einen im Inventar? Könnte sein, dass ich am Amboss auch noch die Sachen herstellen kann. Hier sehe ich gerade keinen. Muss mal die Sachen ordnen. Achso, ich habe hier noch einen Brunnen drin. Achso, das ist eine Brunnendekoration. Ja, das ist was anderes. Und die normale Armory sehe ich jetzt hier nicht. Ich habe noch so... Genau, ich wollte doch ein Lava. Das können wir noch machen. Das überziehe ich jetzt zwar wieder. Aber das ist schon okay, glaube ich. Dann baue ich mir jetzt erstmal eine bessere Armor.
dann gehen wir runter zur Lava und dann installiere ich da diesen diese Kupferpumpe. Und guck mal, ob ich damit mehr Lava ziehen kann. So, es reicht natürlich noch nicht, weil irgendwas braucht man noch an Metallen. Space Diver. Aber ich wollte das haben. Cuttenwohl. Cuttenwohl könnte sein, dass ich das noch freischalten muss. Nee, ich brauche bloß mehr Baumwollfarben. Fasern. Mal kurz hier gucken, ob alles klar ist. Ihr seid noch... Ihr habt noch genügend. Kann ich mal wieder rausnehmen. So, da geht langsam der Mulch aus. Könnte ich mal wieder ein bisschen mehr Mulch produzieren. Hier ist noch genügend. Eigentlich mehr ist genügend. Hier ist eventuell der Kartoffelsamen ausgegangen. Das könnte passiert sein. Das ist jetzt im Nachhinein schlecht rauszufinden. Und weil ich gerade so ein bisschen faul bin... So, nehme ich einfach hier ein bisschen Mulch und schmeißen hier rein. Dann reicht das auch noch eine kurze Weile. So, das... Achso, erstmal aus der Baumwolle Baumwollfasern, hier Baumwollfaden machen. Mehr nicht. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen was davon. Sonst müssen wir jetzt Baumwolle grinden gehen. Darauf habe ich jetzt natürlich überhaupt keine Lust. Hier sind noch... Aber daraus werde ich auch nur 5 Stück kriegen. Ich kann ja schon mal alles, was ich nicht brauche, hier wieder reintun. Oh Gott. Jetzt natürlich gucken, was sich überlagert und da... darauf aufpassen, was alles so reinpasst. Oder ich mache alles doppelt und dreifach. Wie man es macht, wird es falsch sein. Ja, und auf meine Gesundheit muss ich auch noch ein bisschen aufpassen. Was könnte man noch hier reinpacken? Achso, ich weiß noch gar nicht, ob das Volta... Powder alles passt. Weißt du was? Ich nehme jetzt einfach mal das Teil mit. Was es nicht passt. Okay, hier oben sehe ich gerade, hier wächst was. Das heißt, Kartoffeln haben noch genügend. Hier ist leider noch nichts Neues. Und da gucken wir mal, wie viel ich jetzt von dem Set bauen kann. Aber hoffentlich reicht das bisschen, was ich jetzt noch an Cuttenwohl habe. Hier rein. Das könnte man eigentlich auch mal überlegen. Ach so, ja, wie viel später bitte? Battle Totem Mask, das wäre eigentlich auch eine interessante Idee. Ist ja auch sogar Tier 2. Stimmt, das war das mit dem vielen, mit der vielen Rüstung. Aber ich wollte jetzt, okay, theoretisch kann ich alles drei machen. Mal sehen, hier brauche ich 1, 1, 3. Ah, verdammt, daran wird es scheitern. Aber ausgerechnet, das brauche ich am ehesten. So. Dann muss ich mir merken, dass ich noch Schuhe brauche. Schuhe. Beziehungsweise, ich kann jetzt erstmal die Sachen anziehen. Das hier sieht sowieso komisch aus. Die Weste. Ja. Sieht sowieso alles komisch aus bei mir. Jetzt sehe ich aus, als wäre ich ein Clown. Ich sehe allgemein aus wie ein Clown, okay. Anscheinend habe ich mir irgendwie eine rote Nase gewählt, ohne das richtig zu realisieren. Damit bin ich jetzt maximal unzufrieden. Warum habe ich so eine rote Nase? Und kannst du bitte schneller wachsen? Baumwoll-Ding. Jetzt haben wir zwar keinen Z-Bonus mehr, aber ich müsste trotzdem noch ein bisschen besser ausgestattet sein als vorher. So, das hier kommt ja alles nicht weg, wenn ich sterbe. Nur das
Und da sind auf jeden Fall ein paar Sachen dabei, die ich gerne retten möchte. Ist hier irgendwas, was sich überschneidet? Ja, hier das. Und das extra... Achso, das muss ich dann alles wieder mitnehmen, wenn ich... machen wir mal die Hälfte. Ich glaube, mehr brauchte ich eh nicht. Auf jeden Fall, die wichtigen Module hätte ich gerne gesichert. Das wären also das hier. Das hier. Das hier. Darum wäre es eigentlich auch schade. Silber ist sowieso auch gerade... Oh, ich habe Silbererz. Das heißt, ich könnte doch mit diesem Silbererz... könnte ich doch noch die eine Mission machen. Aber erstmal gucken, wie gut mein neues Spielzeug hier funktioniert. Ah, fast two hit. Okay, dass sich das durch den Schnee fräst einfach so, das ist ja klar. Ah, hier fängt schon Erde an. Na. Ich mach mal kurz das Licht, Mach mal kurz den Schnee hier wieder rein. So ein bisschen noch im Hintergrund. Weil ich das irgendwie schade finde, wenn das jetzt einfach so aufhört. Ups. Gefühlt geht das auch deutlich schneller jetzt wieder. Und wir kriegen auch was Tolles raus. Schmeißt einfach mit Leuchtekram. So. Aber was gegen Fallschaden hätte ich schon gerne. Die Bienenflügel würden helfen, aber dafür bräuchten wir ja mehr Bienen. So, kriege ich das hier? Ja. Ich versuche mal... Ah, das geht auch. Ja, das lohnt sich schon. Das abzugraden. Bisschen schade finde ich, dass der Hintergrund dann immer so mitleidet, weil das, ich finde das total hässlich, was ich ja aus der Landschaft übrig lasse. Aber... Ja, das lohnt sich halt schon irgendwie. Mal hier noch ein paar Fackeln hinterlassen. Oh, dann sehe ich auch gleich mal, dass hier noch Sachen im Hintergrund sind. Ich mach mal hier eine Fackel, okay. Sieht das nur so aus, oder ist die Reichweite kleiner geworden? Irgendwie habe ich das Gefühl, die Reichweite wäre kleiner, aber... Das kann ich mich auch täuschen. Oh, Silber. Gut, dass ich das noch gesehen habe. Oh, ich hoffe, ich sterbe dann nicht wieder unten im Chor. Weil ich mich aus Versehen verklicke und dann irgendwo runterfalle. In die Lava. So runterfallen ist zwar auch schmerzhaft, aber nicht so schlimm. Weil dann kann man ja immer noch die Sachen wiederholen. Aber wenn ich die nicht mehr wiederholen kann, dann ist die Trauer groß. Hier ist auch noch ein bisschen... Sowas wollte ich mir doch aufheben für so Gelegenheiten wie jetzt. Interessant, wie hier im Hintergrund noch diese Stahlträger zu sehen sind. Ich könnte auch mal dieses Teil jetzt ausprobieren. Ich habe ja ein paar Fähigkeiten. Damit sollte es möglich sein, das besser zu machen. So, lohnt sich's da runterzugehen? Nicht wirklich. Beziehungsweise hier bin ich ja dann schon da unten. So, hier habe ich ein bisschen Angst. Ja. Stirb. Hm,
Ja, hier verbrenne ich mich. Ich glaube, das war auch der Hauptgrund, warum ich dann so schnell gestorben bin, einfach aus der Panik heraus. Ich brauche was gegen Burning. Am besten sogar gegen Lava. Da war ja auch so ein Teil in der einen Mission mit Lava. Ich glaube, es ging hier runter an meiner Abzapfstelle. Ja. Hier extra mit der Wand, dass ich dann aus Versehen rausfalle. So, und jetzt... Genau, hier komme ich nämlich auch, hier falle ich auch nicht raus. Und das ist die Pumpe. Muss hier oben dran gesetzt werden. Und dann, genau, arbeitet die sich langsam nach unten. Und dann sehen wir ja gleich, ob die jetzt im Lavakern anzapft oder nicht. Ja, sie zapft ihn an. Sehr schön. Ah, sehr schön. Jetzt zapfe ich trotzdem noch mal ein bisschen Lava extra an. Aber gut zu wissen, dass jetzt quasi hier so eine Art passives Lava-Einkommen da ist. Ich könnte jetzt sogar noch mehrere Pumpen bauen, aber da müsste man auch sicher rankommen, ohne sich aus Versehen in eine Todesfalle zu bauen. Ah. Habe ich ein bisschen Angst davor, bin ich ganz ehrlich. Habe ich ein bisschen Respekt und Angst davor. So, ich mache mal bis 1000 und da gucke ich mal, wie viel Lava meine Pumpe da gerade gezapft hat in der Zeit. Bin ich sehr gespannt. Gute Nacht, hat jemand gerade im Chat geschrieben. Ja, gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich wollte eigentlich schon vor einer Viertelstunde beendet haben. Aber, das hier will ich noch durchziehen. Dann müsste ich eigentlich, nachdem ich jetzt die Lava hier gezapft habe, in der Zwischenzeit sollte die Baumwolle fertig sein. Ansonsten kann ich nochmal über den Planeten gehen und doch ein bisschen Baumwolle so pflücken. Da gab es ja noch einige Pflanzen. Vielleicht kann ich sogar noch welche anbauen. So, 200. Aber ich sage jetzt mal 200, wo ich nicht drüber nachdenken muss. So. War hier Eisen drin? Hier will ich mal lieber nicht zu viel abbauen. Das ist mir zu gefährlich. Allgemein. Außerdem Eisen kriegt man jetzt einfach so durch Lava. Bei Silber hätte ich drüber nachgedacht. Aber bei dem anderen Zeug jetzt nicht mehr unbedingt. Gold vielleicht noch. Genau, ich brauche ja noch Gold für die letzte Mission dann. Für den... Wirks. Mich noch hier vernünftig hoch. Ansonsten habe ich noch, ja, ich habe noch ein bisschen Timber. Habe ich solche Pflanzendinger? Habe ich auch noch ein paar. Da kann ich mir ja noch ein paar Plattformen bauen. So, 20 sollten ausreichen. Genau, und die Plattform hatte ich doch eigentlich immer hier drin. Dann mache ich die mal da rein. So, das hier ist eh so das Abenteurer-Set. Das eine soll mehr Kampf sein, das andere ist mehr Abenteuer. Das passt schon. Sind die Viecher neu? Habe ich noch nie so richtig gesehen. Ich meine, okay, ich kann sie gut besiegen. Und daher sind sie jetzt nicht so schlimm und gefährlich, aber... vielleicht habe ich es auch nicht mitbekommen, weil die schon tot waren, bevor ich überhaupt in Gefahr war. So, ich will die Pflanzenfaser noch mit haben. Und allgemein, die Taschenlampe in der Hand zu haben, ist auch ein bisschen hilfreich hier. Hier war dieses Blutbiom und hier bin ich hochgekommen. Ich bin schon stärker, aber das dürfte ich euch jetzt noch ordentlich dazulegen, sobald ich das Set voll habe. Interessant, dass ich jetzt hier hochkomme. Ich könnte ja auch mal nochmal neue Wege gehen quasi. Cobblestone brauche ich eh noch ein bisschen fürs Bauen. Und für den Quascher und allgemein. Wie viel Cobblestone ich verloren habe. Obwohl, wir könnten doch eigentlich auch mit Lava und Wasser... ich glaube, dann wird Obsidian draus. Aber irgendwas Festes wird auch draus, was wir dann auch noch verarbeiten können.
Das sieht so aus, als hätte ich es gebaut. Komm ich hier hoch? Ja, gerade so. Wahrscheinlich jetzt durch mein Sprungmodul habe ich jetzt auch, kann ich jetzt noch ein paar Sachen schneller hochspringen. Irgendwie bin ich nicht ganz zufrieden mit der so mit den Hinterlassenschaften von dem neuen Mining-Ding. So, erstmal die da. Ich habe euch gesehen. Und trotzdem bin ich in eure Sprengfalle gestolpert. Ich gebe zu. Das war meine eigene Schuld. So. Ich glaube, ich komme jetzt aus Versehen wieder an der Stelle hoch, wo ich öfters mal hochkomme. Die so ein bisschen weiter weg von der Basis ist. Ja. Hier kann ich doch einfach jetzt das machen. Ist da einfach wieder Erde zugewachsen mit der Zeit? Passiert das? Das wäre cool auf eine komische Art und Weise. Weil so kann man ja auch nochmal Rohstoffe bekommen. Also Erde kann man sehr, sehr viel bekommen durch Bienen. Oh, das ist fast voll. Muss man natürlich auch regelmäßig dran denken, das abzuernten. So, ich hoffe, jetzt ist meine Baumwollernte schon ein bisschen weiter. Aber die ganze Baumwolle, die ich verschwendet habe. Aha. Nicht drüber nachdenken. Das macht nur depressiv. So, komme ich hier ran? Ja, das... Aber ich glaube, das reicht nicht. Brauchte ich denn nicht nur, 5 Wolle? Ich hatte 12. Habe ich irgendwo die Wolle schon wieder abgelegt? Brauche ich mir zu? Hier nicht. Hier auch nicht. Hätte ich doch nicht so viele Wolle. Ach nee, ich hatte die Baumwoll-Fibers, aber ich hatte nicht, glaube ich, die normalen. Auf jeden Fall, ich meinte, ich brauche 5 Stück davon und jetzt habe ich gerade mal... Aber habe ich Baumwollsamen? Ich glaube nämlich, ja. 24 sogar. Oh, jetzt kriege ich meine Research-Dinger. Ah, vielleicht habe ich sogar schon welche gehabt und ich habe es gar nicht mitgekriegt. So, ich tausche mal meinen Blumengarten gegen den Baumwollgarten aus. Habe ich jetzt meine Hacke. So ist dieses Mini-Ding dazwischen. So, ich habe ganz schön viele Spitzhacken. Irgendwie habe ich noch Lust weiterzuspielen. Obwohl es dann passieren kann, dass ich so völlig übermüdet wie beim letzten Mal war, wo ich auch nur die Sachen zur Hälfte mitgekriegt habe. Aber auf der anderen Seite, da steht zwar gute Nacht, aber ich sehe immer noch einen Zuschauer. Also von daher unterhalte ich dann noch jemanden. Oder ich bin es wieder allein und ich krieg's gar nicht mit. Das wäre sehr traurig, aber möglich. So. Ach Gott, jetzt habe ich schon wieder ein bisschen Erde kaputt gemacht. Und alles nur deine Schuld. Nein, ist es nicht, aber du kriegst trotzdem eins drauf. So. So. Und jetzt ein bisschen aufpassen, weil... die hätte ich gerne so... Oh, jetzt ist die eine Pflanze kaputt. Wahrscheinlich habe ich die aus Versehen kaputt gemacht. So, hier passt das eh nicht. Naja. Aber da habe ich nur Pearl Piece raus der einen Pflanze bekommen. Die brauche ich ja eh nicht und... Müsste noch eine hinpassen. Eine Pflanze, aber dann... Ja. Nehmen wir die noch mit. Das dauert jetzt zwar, aber das ist es auch wert. Hier ist in der Zwischenzeit noch nichts passiert. Ich habe noch mehr Baumwollensamen. Wahnsinn. Der Rest sieht okay aus.
War nicht hier deutlich mehr Mulch drin? Apropos Mulch, Milchproduktion. Hatte ich hier noch was drin? Nee. Aber ich könnte mal... Die sind eh bald schlecht. So, dann habe ich da auf jeden Fall schon wieder jede Menge neuen Mulch. Dann könnte ich mal... nochmal hier so eine Nahrungszusammenlegung-Runde machen. Wenn ich es irgendwie hinkriege, hier... Das sind ja teilweise noch die Nahrungsmittel aus dem ersten Mal, wo ich im Dungeon war. Nein. Da ist sogar schon was verrottet. Na. Vielleicht ein Stück Fleisch oder so. So, leg mal alles zusammen. Oh, hier ist auf jeden Fall schon einiges verrottet gewesen. Aber okay, da kriege ich ja meinen Mulch besser hin. Oh, der Fisch ist auch bald schlecht. Ja. Gut zu wissen. So. Stay fresh for a while. Ja, okay. Der Rest sollte eigentlich okay sein, gut sein, lecker sein. Was mache ich denn damit eigentlich? 50% One. Golden Glow, also da leuchte ich ein bisschen. Klingt auf jeden Fall wichtig. So, die Pistole werde ich eh nicht benutzen, oder? Hätte ich da vielleicht noch was Cooleres rein tun als die Pistole. Die war da einfach nur drin, weil... Ich glaube, da waren... Warte mal, ich gucke erstmal, was hier drin ist. Eine Tech-Card. Tech-Card 1. Wo sind die jetzt gelandet? Achso, die landet hier drin. Oh, nicht schlecht. Ich glaube, da will ich vielleicht lieber... Achso, der Bohrer ist da drin. Erstmal kann ich da meine Äpfel wieder reintun. So. Dann Heilung. Im Kampfset mache ich mal das und dann habe ich hier noch das Normale übrig. Und... Vielleicht auch den? Oder ich mach mal die Dinger einfach, weil... Kann man sie mal so auf die Art und Weise verbrauchen. So, bitte, bitte lass jetzt. Das wird eh nicht so weit sein. Nee, das... Einen Schritt hat es noch vor sich. Ach genau, ich wollte ja Mulch produzieren. Und zwar, indem ich das jetzt hier rein tue. Ach so, ich habe doch so... Hab ich noch ein Sporting Table? Wir brauchen jetzt so viel... Gene. Ich sehe jetzt zumindest hier kein Sporting Table. Bin mir auch gerade nicht sicher, wie der genau aussieht. Ich habe hier nur so... nur so einen groben Verdacht. Eventuell habe ich den schon aufgebaut. Ansonsten gucken wir mal, was der braucht. Da kann ich ja mal ein paar von diesen überflüssigen Samen, die ich da noch habe, reintun. Da ist auf jeden Fall kein Spawning Table. Nee. Also wenn, dann würde ich ihn aber auch tatsächlich hier vermuten. Growing Tray ist ja auch hier drin. Ah, hier ist der Harvester Beam Gun. Okay, Protocytes. Ich glaube, ich kriege keinen Protocytes. Und der Inkubator, den sollte ich ja produzieren für einen Auftrag. Dann kriege ich jetzt mindestens Glas und Glasses. Ich baue den zwar noch lange nicht auf, aber ist mindestens da. Hier sehe ich aber nichts. Das ist ja auch mehr so Richtung Greenhouse, also so Grundlagengeschichte. Das könnte durchaus hier drin sein. Sporting Table. Es steht hier auch noch als neu. Ach genau, da brauchte ich Firewood Clay. Und Clay... Ich glaube, ich konnte Clay einfach hier produzieren. Genau. Und dann habt ihr beide kein Fuel mehr. Soll ich den mal hier durchjagen?
Aber interessant, was alles aus dem Eisen rauskommt. Ich nehme mal alles hier raus. Erstmal. Genau. Den hatte ich mitgenommen, falls ich drüben den aufbauen will. Hätte ich jetzt eigentlich auch machen können. Aber ich habe es vergessen und deswegen bin ich hier zurückgerannt. Kann ich das auch gleich mal machen? Ja, ich brauche mehr. Aber kann ich einfach so machen. Also 3 haben wir schon, ich brauche nochmal 3. Jetzt sollten hier 6 Stück möglich sein. Quatsch. 3 normale möglich sein. Vielleicht hätte ich ein besseres Verhältnis bekommen, wenn ich das an den normalen gejagt hätte. Ich hatte doch jetzt vor kurzem noch Holz gefällt. Habe ich da noch Holz übrig? Nichts davon, was ich sehe. Ah, ich fäll jetzt keine Bäume. Ist immer noch nicht fertig. Ich hätte schon gerne die Hose. Vielleicht vergesse ich das sonst beim nächsten Mal. Und entweder ich habe es nicht vergessen, das heißt aber, dass ich das wahrscheinlich sehr lange in meinem Kopf hätte und da nicht rauskriege. Und das würde mich auch wahnsinnig machen. Komme ich eigentlich an meine Kisten oder sind die jetzt nur Deko? Ich glaube, die sind nur Deko. So, kommen nicht wirklich daran. Ah, so komme ich ran. Na toll. Das Regal ist so eine kleine Fehlkonstruktion. Ja, dann ist es halt Deko. Achso, jetzt, ich musste ja trotzdem hier ran. Wegen dem da. Sporting Table. Sieht da einigermaßen aus, dass ich ihn in mein Arbeitszimmer setzen kann. Ja, vielleicht nicht direkt neben das Spinnrad. Das würde eher so dahin passen. Obwohl, das sieht ja eigentlich auch so ein bisschen aus wie so ein kleines Gewächshaus. So eine kleine Saatlingsstation. Dann für irgendwann, wenn ich hier sozusagen den Naturbereich, Gärtnerbereich baue, dann kommt das dahin. So, wo sind die ganzen Saatdinger? Davon hat man doch relativ viele. Dann schmeiße ich da mal komplett das rein. Das würde ich alles ungern komplett da reinschmeißen, weil vielleicht braucht man es ja nochmal. Hier 73 Blümchensaat. Weiß ich nicht. Können wir mal gucken. Ich sollte ja mit den Samen, die ich habe, immer noch genügend machen können. Und jetzt kriege ich gerade so ein bisschen Hunger. Ja. Okay, auf jeden Fall kriege ich jetzt hier meine Gene raus. Es wird sehr lange dauern, aber wir haben ja Zeit. Ob in der Zwischenzeit jetzt endlich meine Baumwolle fertig ist. Ja, das sieht doch sehr gut aus. Wird das reichen? 6 Stück, dann habe ich wieder 2, dann... Ja, toll, danke schön. Ich ordne die mal. Vielleicht ist noch irgendwo was versteckt, was ich gar nicht sehe. Ja, nicht wirklich. 2 Stück braucht man noch. Und das da wächst auch nicht so schnell. Habe ich eine Gießkanne? Ich gerade sehe, da ist ja noch trocken. Auch mal hier ein bisschen ordnen. Interessant. Aber keine Gießkanne dabei. Sehr schade. Die ganzen Pickaxes. Ja, aber immerhin besser als, wenn ich das Silber so verloren hätte. Was ist denn das hier Feines? Precursor Highcraft Tool. Amplifies Gravity. Wenn ich das... Das habe ich jetzt einfach so verschwendet. Verdammt, ich dachte, das wäre was, was ich öfters benutzen kann. Okay, jetzt sind die einmal gewachsen und jetzt ist hier das ganze Zeug weg. Ich nehme mal hier noch was mit. Sind meine Äpfel inzwischen Dünger? Sehr schön. Und ist mein... Dünger inzwischen besserer Dünger, auch gut. So. Nächste Düngerrunde mache ich dann. Ich gucke jetzt erstmal nach einer Gießkanne. Die sollte ich ja hier machen können. Wenn ich die Werkzeuge dafür habe.
Monster Inspector, stimmt, den wollte ich doch mal bauen. Habe ich jetzt auch endlich. Wooden Watering Can. Da steht noch New dahinter, das heißt, das hatte ich wirklich noch nicht vorher. Das sieht auch so schön aus zum irgendwie in die Landschaft stellen, für den Landwirtschaftsbereich. Das soll ja alles später mal hier auf der rechten Seite dieses Hauses entstehen, da wo noch die provisorische Basis ist. Da soll das ja mal hübscher aussehen alles. Toll, jetzt regnet es wieder. Ah, vielleicht war ich nicht weit genug im Bildschirm, dass das gezählt hat. Aber ich kann jetzt mal hier ein bisschen die Bäume fällen, damit auch der... Hier. Weg mit dir. Damit die Dinger weiterarbeiten können. Aber vielleicht kriegt man später auch noch bessere Brennstoffe. Also ich nehme gern Holz, weil es einfach unendlich ist, aber eigentlich ist das überhaupt nicht der gute Brennstoff für das, was wir machen wollen. Aber wir kriegen halt nebenbei noch Äpfel und anderen coolen Kram. Von daher ist das schon in Ordnung so. So. Achso, ich kann ja schon mal hier die nächste Reihe an Bäumen pflanzen. Eigentlich könnte ich die paar Blumen dort auch noch wegmachen und noch mehr Platz für Bäume haben. Oder ich ernte die einfach mal so, da kriege ich auch ein bisschen Plant Fiber da draus. Interessant. Sieht... Warum nicht? Nein, du sollst auch da mal die Blume ernten. Okay, Blumen sind anscheinend auch gute Quelle für Plant Fiber. Gut zu wissen, schön. Ach genau, und ich hatte hier ursprünglich die Blumen gepflanzt, weil ich Bienen haben. Also weil ich wollte, dass meine Bienen besser produzieren. Ja, geh doch mal kurz weg. Das ist doch nicht gut für dich. Aber leider kannst du es nicht deinen Freunden erzählen. Weil, ja, ich weiß auch gar nicht, ob ihr euch untereinander unterhaltet. Wäre eigentlich ganz zu wissen. So, hier geht jedes Mal das kaputt, wenn ich ein bisschen drauf falle. Wäre eigentlich ganz interessant zu wissen, ob die irgendwie eine Kommunikation zwischeneinander haben. Untereinander. So, Kutten. Was brauche ich denn das zum Upgraden? Titanium, okay. Achso, ich konnte ja mehr produzieren. Zwei. Ich glaube, das reicht jetzt nicht. Oder doch, ich brauchte doch die Hosen. Und für Hosen brauchte ich nur... Zwei. Drei insgesamt. Gut. Oder brauchte ich noch die Krone? Ich guck mal, was ich habe. Ja, ich brauche das hier. Ja, ich fühle mich so luftig unten drunter. Aber ich stehe auch im Wasser. So. So, jetzt die... Die Schuhe. Dann ist doch alles gut. Wo sind die Schuhe jetzt? Ach, die hat es automatisch angezogen, weil der Slot ja frei war. Okay, dann habe ich jetzt noch diese Klasse, Melee Offensive. Und ich habe Healing Strength. Vielleicht ist das von der Klasse, die ich da habe. Und ich bin jetzt schneller, habe jetzt dieses Life Leech und Decker Whip or Striker. Einen Decker werde ich auf keinen Fall benutzen. Eine Peitsche könnte ich mir vorstellen, einfach nur, um diesen Bonus noch mitzunehmen. Oder ein Striker, ich weiß gar nicht, was ein Striker ist. So, das hier sieht aus wie Einhandsachen. Der French. Aber das hier ist der zum kämpfen. Das müssten Zweihandsachen sein. Okay, ja. Boomerang. Hier könnte der Striker auch dabei sein. Hier ist noch die normale Peitsche. Hier ist Iron Strike. Ach, das sind Faustsachen. Okay. Aber die machen eventuell auch ein bisschen Spaß. One-Handed. Bräuchte ich dann sozusagen auch... ist beides One-Handed. Könnte ich mir vorstellen, die beide zusammenzunehmen. Aber ich weiß nicht. Ich bin eigentlich so... So wie ich jetzt gerade spiele, sind die
Die Sensen sind eigentlich das Beste für meinen Spielstil jetzt gerade. So. Ja. Weil ich gerade noch dran denke. Armory oder Kampf allgemein? Da, Armor und Weapons. Das habe ich ja schon freigeschaltet. Das ist ja Tier 2, hauptsächlich mit... Okay, die Protector-Dings ist auch dabei. Mit Tungsten. Tungsten müsste ich eigentlich jetzt genügend haben, dass man das so verwenden kann. Genau, hier wird fleißig Tungsten produziert. Tungsten... Wow. Oder habe ich das nicht rausgenommen? Es könnte sein, dass ich das nicht rausgenommen habe. Ich tausche das mal damit aus. Aber das ist ja nur das Erz. Habe ich hier noch irgendwo die richtigen Bahnen drin? Oder muss ich das mal kurz produzieren lassen? Hier ist noch mehr Erz. Das ist Eisen. Hier ist noch gar nichts drin. Das war die Kiste. Nö, dann würde ich mal kurz Folgendes machen. Hier ist ja noch genügend drin. So. Hälfte raus. Und hier rein. So, jetzt hier das Tungstenohr. Und hier nehmen wir mal alles raus. Mal gleich noch dazu tun. So, jetzt habe ich sogar hier schon alles, was ich brauche, um die Forschung anzuleiern. Gut, dass das nicht getroffen hat. So, dann können wir ja mal kurz gucken. Da, Amory. Research. Jede Menge tolle neue Sachen. Ich sehe gerade, irgendeine West habe ich auch freigeschaltet. Also, Rüstung könnte ich jetzt wahrscheinlich auch noch neu haben. Improved EPPs. Aber ich weiß nicht, was ich dafür brauche. Außer einen Haufen Forschung. Scarred Weapons. Weiß ich auch nicht so direkt, ob ich die brauche. Interessant, was sind das hier? Okay. Ach, das würde man, aber ich glaube, auf Mondoberflächen finden. Und Kristalle auch. Habe ich aber nicht. Obwohl, ich glaube, Kristalle konnten wir züchten. Später. So, aber ich wollte jetzt eigentlich... Ich finde wirklich aus, ich sehe aus wie ein Clown. Warum ist mir das nicht aufgefallen, dass ich meinen Charakter erstellt habe? Wahrscheinlich ist es mir aufgefallen und es war mir egal oder so. Ja, jetzt habe ich Two-Hit mit denen. Aber ich will jetzt nochmal nach einer coolen Waffe gucken. Hier ist ja jetzt noch mehr Zeug neu. Vielleicht sollte ich mal auf alles einmal draufklicken, damit das neu weg ist, aber ich glaube, ich muss es produzieren, damit das neu weg ist. Ja. Aber ich wollte Waffen gucken. Iron Tungsten. Tungsten Longsword. Das könnte interessant sein. Oder wo haben wir denn... Gibt's überhaupt eine Sense? Oder habe ich jetzt... Oder finde ich... Achso, das sind Einhandwaffen. Musste ich jetzt hier gucken. Spear ist interessant. Flurry finde ich nicht so toll. Quarterstaff. Achso, das ist ein Zauberstab. Spinning Staff. Ja, es könnte was sein. Großaxt und Groß... Nein. Hier ist noch eine Sense dabei. Aber hier sehe ich jetzt keine. Core Lens. Interessant. Ja, vielleicht haben wir hier noch Tungsten Striker. Okay. Ist zumindest nochmal Tier 2. Damage per Shot. Rate of Fire. Energy per Shot. Ist das doch eine... Was hat denn das hier? Damage 1,9.
Ich würde es mal ausprobieren, was das ist. Und ob ich das jetzt gleich bereue. Bereue. Warspinner. Als Bumerang, okay. Oder ist das etwas, was so einmal benutzt wird und dann nie wieder? Ich hoffe nicht. Achso, Monster Inspector wollte ich doch mal gucken. Okay, da muss ich auf Monster draufklicken, damit das funktioniert. Ist also jetzt nicht so erfolgreich gewesen. So, das sieht aus wie eine ganz normale Waffe. Die könnt ihr jetzt mal hier drauf tun. So, ich gehe mal ein bisschen weiter weg, weil Striker hört sich gefährlich an. Also, wie viel haben wir hier drin? Noch nicht so viel. So. Okay, fühlt sich sehr seltsam an. Finde ich lustig. Da ich ja einen Bonus auf das Ding habe. Warum nicht? Hat so... Okay, damit kann ich Wände kaputt machen. Also war es vielleicht sogar berechtigt, dass ich das hier nicht so direkt in der Wohnung benutzen möchte. So, kommt mal raus hier. Ich will nicht meine Einrichtung mit euch kaputt machen. Und da gibt es einen schönen Knockback. Das heißt, die fliegen erstmal sonst wohin. Das ist trotzdem nicht mein Kampfstil. Das hier eher. Bist du da unten gefangen? Kann es sein, dass du nicht durch das Wasser kannst? Ach, so ein Viech fangen, das wäre eigentlich auch cool. Okay, Striker fand ich jetzt ein bisschen... underwhelming. Um ehrlich zu sein. Aber wir haben nichts verschwendet, was ich nicht sowieso langfristig vermissen würde. Tungsten-Maschinenpistole. Magnum. Energy per Shot. So, was haben wir hier so? Blast Buddy. Das klingt sehr gefährlich. Vor allen Dingen, weil es halt unter dieser Kategorie ist. Und Bash ist Schmer... Okay. Granatenwerfer? Ach, okay, Granatenwerfer sind das. Und hier ist noch gar nichts dabei. Hm. Ach, sehr schade, dass ich keine... Breitschwert ist wahrscheinlich das, was am ehesten an das rankommt, was ich haben möchte. Da wäre auf jeden Fall schon... Oder der Speer. Eigentlich schon das Schwert. Nochmal Tungstenbahn und Kupferbahn. Ja. Machen wir nochmal. Und dann habe ich jetzt eine Tier 2 Ausrüstung. Das ist doch schon was. So, hier ist mein ganzes Holz verbraucht. Hat sich okay gelohnt. Jetzt werde ich nicht nochmal Holz sammeln. Jetzt brauche ich nur nochmal ein Großschwert. Und dann war es das jetzt wirklich. Achso, ich muss wieder nach oben. Weil ich das schon wieder verwechselt habe. Ja, ich werde müde. So, Tungsten, Breitschwert. Oder doch das Ding? Damage per Swing. Speed ist relativ hoch. Aber irgendwie klingt das einfach mächtiger und ich habe mich das auch entschieden. Oh, das hat... Okay, das ist erstmal gut, dass ich damit ständig zuschlagen kann. Aber... Ah, ich kann hier so eine Sprungattacke machen. Das ist relativ kurz. Dafür, dass es... Ja, es soll Breitschwert heißen und nicht Langschwert. Ja, ich one-shotte die fast. Nicht ganz. So, jetzt bin ich doch unterwegs und will mein Schwert austesten. So, hier, komm mal her. Okay, die kann ich one-shotten. Das ist doch schon mal... Das ist doch schon mal okay.
Ich hätte immer noch gerne was zum höher springen. Ach genau, da gab es doch die Mission dann. Würde ich mir auf jeden Fall die Mission fürs nächste Mal aufheben. Und dann das auf jeden Fall machen. Könnte ich sogar jetzt erstmal hier alles reintun, was ich nicht so haben will und nicht so brauche. Genau, hier kamen die Tech-Karten rein. Ich müsste die Kisten ordnen, damit ich... Ach komm. Das leiste ich mir jetzt nochmal, den Spaß. Kisten ordnen, damit ich schneller Sachen finde. Und auch schneller zuordnen kann wieder. So. Hier reinkommen wichtige Sachen. Also erstmal diese Tech-Dinger. Am besten alles, was mit Technik zu tun hat. So. Diese Teile für den Mech sind auch Tech. Und sowas wie eine Laserdiode oder Kupferkabel. So, das war's erstmal mit der Kiste. Was haben wir noch? Normale Erze. Alles, was Erz ist oder sowas wie Kohle. Oder was aussieht wie ein Erz. Ah, hier der Kupfermagnet. Quatsch, nee, der Elektromagnet, der sollte eigentlich auch... ich glaube, das ist gecraftet, aber ich würde es jetzt trotzdem hier rein tun. Golderz. So, den Elektromagneten nochmal hier rein tun. So, hier fertige Bahnen rein. Und verarbeitete Metalle, die ich als Metalle identifiziere. Hier sehe ich gerade nochmal so ein Tech-Ding. Hier die Kupfer, die Tungstenbahn auf jeden Fall. Goldbahn. Das volatile Powder. Und von mir aus auch diese Kleedinger. So, und was hatte ich jetzt gerade noch gesehen? Achso, die. Diese Mechteile hatte ich noch gesehen. Die Kristalle könnte ich eigentlich auch hier rein tun. Oder den Kristall. Ich glaube, der passt da noch so einigermaßen rein. So, hier Monster Loot. Ach, Silicon. Silicon würde ich jetzt auch mal als Metall gleich verarbeiten. Oder zuordnen. Das hier würde ich noch als Monster Loot bezeichnen. Carbon ist auch fast schon ein... Sowas hier... Silicon wollte ich noch hier reintun. Und meinetwegen Carbon. So, was haben wir jetzt noch? Bio-Dinger. Ja, Bio-Gedöns. Alles, was ein bisschen biologisch ist. Die Biene würde ich nochmal hier in den Extra-Dingens reintun. Und den Mulch würde ich auch gleich nochmal verteilen. Salz. Salz ist doch auch irgendwie was Mineralisches. Ja, meine... Meine Ordnung ergibt immer weniger Sinn. So, die ganzen Flüssigkeiten oder Gase. Das sind ja Gase. Ich glaube sogar, das Carbondioxid ist hier ein Gas. Oh, der erste Dingens ist fertig. Sehr schön. So, ich weiß zwar schon, was rauskommen wird, aber wir nehmen uns noch mal hier die paar Gene mit. So, komm her. Drohne identifiziert. Okay, ich habe keine Gene mehr bekommen. Wahrscheinlich, weil es daraus nichts mehr zu lernen gab. Aber das ist ja eine ganz normale Standarddrohne. Sehe ich nicht noch mehr hier drin? Ah, hier sind meine ganzen Bienen. Das ist die gleiche wie hier? Ich glaube nicht. Nee, die sind besser. So, jetzt kriegen wir auf jeden Fall deutlich mehr Cotton Fiber. Achso, und meine normalen Blöcke möchte ich auch gerne nochmal hier anordnen. Das ist ja alles beides Bio. So, normale Blöcke. Mache ich hier mal Holz? Das will ich ja auf jeden Fall behalten. Okay.
So viel zum Thema Holz. Hier ist noch Heavy Pipe, würde ich mal rausnehmen. Dann mache ich mal hier alles, was Erde oder erdähnlich ist. Oder auch Stein. So, diese Blutdinger weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber das hier auf jeden Fall noch. Und das. Also es sind tatsächlich Kaktusblöcke. Interessant. Obwohl, da kann ich hier sozusagen rohes Steinzeug reintun. Dann mache ich da Gas und Flüssigkeiten sozusagen. Und hier verarbeitete Blöcke. Sobald ich dran denke. So, der Schnee. Der würde nach der Logik eigentlich eher hier reingehören. Und hier kommen dann die ganzen Gase rein. Oder Flüssigkeiten. Öle. So, und die Lava, die würde ich jetzt zusammen mit ein bisschen Holz. Habe ich noch Holz? Nee. Ich glaube, ich gehe doch nochmal kurz fällen. Ich will nicht beenden. Aber. Oh. Wie lange bist du noch da? Bin da. Wie lange bist du noch da? Ist die Sense besser als das Schwert? Das Schwert, was ich gerade gemacht habe, ist besser als die Sense. Aber insgesamt fand ich die Sense halt schön, weil die schöne lange Reichweite hat. Und ich brauche nur die Taste gedrückt halten und der schlägt halt immer wieder zu. Anstatt, dass ich jedes Mal die Taste neu drücken muss. Und morgen streamen, wenn, dann auch erst ab um 10 herum. Denn vorher bin ich noch bei Freunden unterwegs. Und ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber es ist eher so abends, wenn wir unterwegs sind. Und jetzt will ich eigentlich schon die ganze Zeit aufhören, vor einer Stunde schon. Und hab, ehrlich gesagt, aber Lust weiterzumachen, weil es gerade ein bisschen Spaß macht. Aber ich höre gleich wirklich auf. So, falls du mir überhaupt noch zuhörst. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt den Chat schon wieder übersehen habe. So, ich wollte jetzt einmal noch Bäume fällen, damit ich nochmal Holz in die Dingern tun kann. So, ich könnte eigentlich auch die ganzen Baumdinger in den Spawning Table geben. Das sollte ich doch auch ein paar Gene rauskriegen. So viele, wie ich davon habe. Ich komme immer wieder auf neue Ideen. So. So, jetzt kann ich die Dinger nicht one-shotten. Achso, ich wollte hier unten. Ne, das. Die Hälfte einmal hier rein. Und was nicht ganz reicht, die Hälfte nochmal hier rein. Jetzt solltest du. Achso, du brauchst doch was zum Anfang, ansonsten machst du gar nichts. So, jetzt geht's los. Jetzt produzieren wir wieder Rohstoffe aus der Lava. Was wollte ich jetzt nochmal nachgucken? Irgendeine geniale Idee hatte ich noch. Ach genau, Sporting Table. Ach, der ist immer noch dabei, die normalen Sachen dazu verarbeiten. Aber ist ja nicht schlimm. Tue ich das mal hier hoch. Ihr müsst die von oben nach unten abarbeiten. Gebe ich die hier 400 und dann ist der für alle Ewigkeiten beschäftigt. Eigentlich könnte ich die ganze Reihe davon vollbauen und würde wahrscheinlich nicht fertig werden. So. Aber bevor ich jetzt nochmal mehr in Länge ziehe, höre ich jetzt mal langsam auf. Wenn ich morgens schaffe, wäre ich dabei. Ja, da gucken wir mal. Wenn ich es morgen schaffe, denke ich auch mal an Discord. Aber das hatte ich dir auch schon geschrieben. Ich glaube, Discord würde sich einfach so zum Absprechen ganz gut machen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Stimme hier im Stream richtig übertragen kann. Weil wegen Steam Deck. Und Discord habe ich nicht auf dem Steam Deck. Und das würde ich auch gerne nicht haben wollen. Weil dann laufen noch mehr Programme im Hintergrund. Und das muss ja eventuell nicht sein. Aber können wir ja morgen mal ausprobieren oder so.
Falls ich überhaupt Zeit habe oder Lust. Es kann sein, dass ich dann zwar um 10 da bin, aber einfach geschafft bin vom Tag, je nachdem wie der Tag abläuft. Falls das so ist, dann entschuldige ich mich jetzt schon mal. Und ansonsten sehen wir uns halt morgen. Und jetzt auch nochmal an YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video, wann auch immer das dann aufgenommen wird. Und tschüss.